Ja, guten Morgen. Ich begrüße recht herzlich beim Symposium Menschenrechte in der Stadt, eine Stadt für alle. Eine Veranstaltung, die den ganzen Tag über stattfinden wird, die organisiert worden ist von der Stadt Wien, MA7 Kultur, MA17 Integration und Diversität, sowie der Menschenkoordinatorin der Stadt Wien, konzipiert und durchgeführt vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte in Kooperation mit dem Forschungszentrum Menschenrechte der Universität Wien. Wir haben heute ein sehr dichtes Programm. Wir werden vier verschiedene Panels zu unterschiedlichen Themenbereichen erleben, Inputs von internationalen und österreichischen Expertinnen und Experten. Ich werde nach den Einführungsstatements noch näher auf die Inhalte der verschiedenen Panels zurückkommen und ersuche jetzt die Frau Stadträtin Sandra Fraunberger, die Stadträtin für Integration, Frauenfragen, Konsumentinnenschutz und Personal der Stadt Wien, dann die Frau Shams Asadi, die Menschenrechtskoordinatorin der Stadt Wien und die Karin König, die diesen Prozess in Richtung Menschenrecht Stadt Wien organisiert, koordiniert hat, sowie Manfred Nowak von der Universität Wien und vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte um ihre Eingangsstatements. Bitte, Frau Fraunberger. Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, eine für alle, Menschenrechtsstadt Wien. Heute am Internationalen Tag der Menschenrechte dieses Symposium zu veranstalten, freut mich natürlich sehr. Das ist sehr, sehr viel Arbeit dem allem vorausgegangen und ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam bei diesem Symposium teilnehmen. Gemeinsam auf Einladung von dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, der Universität Wien und der Integrations- und Diversitätsabteilung sowie der Kulturabteilung der Stadt Wien und sind auch einige Gäste unter uns, über die ich mich sehr freue, möchte vielleicht für den Wiener Gemeinderat stellvertretend für alle, die heute mitgekommen sind, den Gemeinderatsvorsitzenden Gottwin Schuster ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen. Lieber Gottwin, servus. Ja, ich kann mich gut erinnern, es ist jetzt doch über fast zwei Jahre her, wo wir uns intensiv damit angefangen haben, auseinanderzusetzen, was machen wir eigentlich mit dem, was wir uns im Regierungsprogramm als rot-grüne Stadtregierung vorgenommen haben, nämlich Wien deklariert sich zur Menschenrechtsstadt. Und ich durfte damals Professor Manfred Nowak kennenlernen und wir haben uns ausgetauscht und dann hat einfach eine wirklich sehr tolle, bereichernde, konstruktive Arbeit miteinander begonnen, ein sehr intensiver Prozess und heute sind wir hier und die Frage, die sich stellt, ist, Wien ist Menschenrechtsstadt, aber was bedeutet denn das jetzt? Allgemein und sehr abstrakt fällt die Beschreibung ja relativ leicht. Eine Menschenrechtsstadt entscheidet und gestaltet nach menschenrechtlichen Prinzipien. Sie gewährleistet die Menschenrechte für alle und arbeitet an der Verbesserung der Lebenssituation der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen. Sie garantiert Nichtdiskriminierung, Partizipation und Inklusion als Prinzipien in der Verwaltung und in der Politik sind verankert. Mit diesen sehr abstrakten Beschreibungen möchte ich euch aber nicht zufrieden geben heute. Und es ist ja auch der Anspruch dieses Symposiums, mit dem Titel Menschenrechte in der Stadt, Entschuldigung, eine Stadt für alle, die einzelnen menschenrechtlich relevanten Politikfelder näher auszuloten. Lassen Sie mich also versuchen, den Anspruch, eine Menschenrechtsstadt zu sein, auch konkreter zu machen. Was bedeutet das für Wien? Menschenrechtsstadt Wien bedeutet die Wahrung der Rechte für die Jüngsten. Menschenrechtsstadt Wien bedeutet also Kinderrechtsstadt Wien. Es bedeutet den Zugang zu einer gesunden und natürlichen Umgebung sowie Achtung und Wahrung derselben. Menschenrechtsstadt Wien bedeutet also auch
Umweltstadt Wien. Es bedeutet besonderes Augenmerk auf die leichtere Zugänglichkeit zu Bildungseinrichtungen und Weiterbildungsmöglichkeiten zu legen. Also geht es auch um die Bildungsstadt Wien. Wir alle wollen in dieser Stadt frei von Diskriminierung leben. Menschenrechtsstadt bedeutet also auch Antidiskriminierungsstadt Wien. Es geht aber auch um die Förderung von Kunst und Kultur in all ihren Ausdrucksformen. Und deshalb bedeutet Menschenrechtsstadt Wien auch Kulturstadt Wien. Wir wollen allen Wienerinnen und Wienern das Recht auf einen qualitativ hochwertigen und sicheren Wohnraum bieten. Menschenrechtsstadt Wien bedeutet also auch Wohnstadt Wien. Ein gleichberechtigter Zugang zum Gesundheitswesen und der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems ist natürlich ebenso menschenrechtlich höchst relevant. Es geht also auch um die Gesundheitsstadt Wien. Menschenrechtsstadt Wien, das heißt aber auch, die Bewohnerinnen mit einzubeziehen, den Zugang zur Beteiligung in dieser Stadt zu sichern. Menschenrechtsstadt Wien bedeutet Partizipationsstadt Wien. Es bedeutet uns, aber natürlich im Besonderen der rot-grünen Stadtregierung hier, dass alle jene eine Unterstützung bekommen, die unsere Hilfe brauchen. Menschenrechtsstadt Wien bedeutet also auch soziale Stadt Wien. Und, das ist mir natürlich als Frauenstadträtin besonders wichtig, Frauen sollen in dieser Stadt sicher, selbstbestimmt und unabhängig leben können. Also ist die Menschenrechtsstadt Wien auch eine Frauenstadt Wien. Diese Aufzählung ist jetzt nicht vollständig, denn Menschenrechtsstadt Wien bedeutet eine breite Facette an Menschenrechtsthemenformen. Aber es geht nicht nur darum zu sagen, was wir in all den Bereichen schon erreicht haben, sondern es geht uns in diesem Symposium und in der Fortsetzung des Prozesses natürlich darum, die Herausforderungen in den unterschiedlichen Themenfeldern gut zu beschreiben. Und ein Kompass dafür ist für uns ganz, ganz sicher der Integrations- und Diversitätsmonitor, der ja vor einigen Wochen zum dritten Mal erschienen und präsentiert worden ist. Denn was ich heute hier in diesem Anfangsstatement einfach zeigen möchte, ist, dass Menschenrechte in diesen und vielen, vielen weiteren Feldern eminente, direkte und spürbare Rollen spielen. Und das wollen wir heute auf diesem Symposium mit den Expertinnen aus den NGOs, aus der Verwaltung, aus der Politik gemeinsam auch diskutieren. Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2014 in der Auseinandersetzung der Stadt, eine für alle, Menschenrechtsstadt Wien, wird der 19. Dezember werden, wo wir im Wiener Gemeinderat eine Deklaration verabschieden werden, wo sich die Stadt zur Menschenrechtsstadt erklären wird. Und das sehen wir als Stadt Wien in allererster Linie als einen großen Auftrag. Wir wissen, dass wir in vielen Feldern auf einem sehr, sehr hohen Niveau wegdiskutieren. Das zeigt uns auch die Studie vom Ludwig-Boltzmann-Institut Universität Wien, die der Herr Professor Novak für uns gemacht hat, wo wir sehen, dass unser Ziel ja es sein muss, uns hier ständig weiterzuentwickeln und auch Verbesserungen in den einzelnen Themenfeldern anzustreben. Menschenrechte gehen uns alle an, jede und jeden Einzelnen im persönlichen Umfeld, in der beruflichen Betätigung, im Privatleben. Mehr Zivilcourage und das ständige Hinterfragen von Vorurteilen und Stereotypen, ein respektvoller Umgang, Dialog, das alles kann dazu beitragen und muss dazu beitragen, uns hier auch weiterzuentwickeln. Und lassen Sie mich am Ende noch einmal auf die Stadtregierung und ihre klare Haltung zurückkommen. Menschenrechtsstadt Wien, das haben wir auch deshalb gemeinsam gestartet, weil wir in dieser Stadt eine klare Haltung zeigen möchten, eine Haltung gegen Rassismus,
gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Sexismus, gegen Homophobie, gegen Transphobie und für ein friedliches Zusammenleben in Respekt und Akzeptanz. Ich danke Ihnen. Ich ersuche jetzt Shams Asadi und Karin König um ihr Eingangsstatement. Guten Morgen. Das ist für uns eine große Freude, dass wir den Internationalen Menschenrechtstag hier mit Ihnen gemeinsam zu feiern. Letztes Jahr, als wir den Prozess begonnen haben, wir haben nicht gewusst, dass heuer wird es so schön zu Ende gehen. Aber der Prozess ist nur zu Ende gegangen, aber nicht unsere Arbeit. Wien ist international sozusagen der Beginnpunkt aller Menschenrechtsstädte. Und das ist noch mehr eine große Freude, dass genau auch so wie am heutigen Tag auch so groß feiern können, auch mit unseren internationalen Gästen aus fast alle Städten aus Europa, dass wir hier sehen, dass gerade übersetzt werden. Das ist so, dass 1993, als die internationale Weltkonferenz in Wien stattgefunden hat, ist überhaupt die Bewegung Menschenrechtsstädte zustande gekommen ist. Einige Jahre ist dann vergangen, bis Rosario 1998 sich als eine Menschenrechtsstadt deklariert hat. Und diese Bewegung ist dann weitergegangen, bis wir heuer fast nach 21 Jahren uns auch als Menschenrechtsstadt deklarieren. Wien ist der Sitz von großen internationalen Organisationen. United Nations befindet sich in Wien. Fundamental Rights Agency ist in Wien, OECD ist in Wien und das ist auch natürlich sehr naheliegend, dass Wien auch eine Menschenrechtsstadt wird. Wir arbeiten mit diesen Institutionen sehr intensiv zusammen, auch bevor wir uns als Menschenrechtsstadt deklariert haben. Wien ist aktiv in Weltmenschenrechtsstädte-Forum seit 2012. Wien arbeitet gemeinsam mit UCLG, United of Cities and Local Communities, vor allem eine Komitee von Social Inclusion and Human Rights. Und die Vorsitzende von diesem Komitee ist Eva Schöker, ist auch unsere Referentin, die halt am Nachmittag wird dazu etwas sagen. Wien ist ganz aktiv auf auch Bundesebene. Wir haben Menschenrechtskoordinatorin auf Bundesebene. Wenn ich meine Kollegin auch Theresia Stößel hier sehe, dass das ist auch, dass wir nicht nur jetzt, auch so seit der Zeit des Volksanwaltschafts sich als das Haus der Menschenrechte in Österreich deklariert hat, arbeiten wir zusammen. Ja, das ist so eigentlich viel zum Sagen über Wien und internationale Aktivitäten. Aber das ist auch wichtig, dass wir unsere Arbeit noch einmal nach Wien zurückbringen und auch so wirklich durchbrechen und auch Menschenrechtsstadt wirklich auch erleben. Ich gebe das Wort zu Karin König, dass sie ein bisschen über Wien erklären wird. Danke, Shams. Ich freue mich auch sehr, heute am Internationalen Tag der Menschenrechte ein paar Worte zu Beginn dieser schönen Veranstaltung sprechen zu dürfen. Wir haben vor circa einem Jahr einen Prozess begonnen, diese Idee der Menschenrechtsstadt Wien umzusetzen. Wir gehen von einem sehr hohen menschenrechtlichen Schutzniveau in Wien aus. Ich sehe das auch immer wieder als eine sehr große Herausforderung, einerseits selbstbewusst diese Bestandaufnahme zu gestalten, also zu sehen, was alles in Wien schon an guten Beispielen, an wirklich expliziten menschenrechtlich fundierten Unternehmen und Vorhaben gibt. Andererseits aber eben auch selbstkritisch zu sein und auch Kritik anzunehmen. Und da ist eben, ich sage das gleich eingangs, weil das eine sehr wichtige Ebene ist, der Zusammenarbeit, die nichtstaatlichen Organisationen, die ja eigentlich auch auf internationalem Niveau diejenigen sind, die Menschenrechtsagenda vorantreiben. Also der Dialog mit Ihnen, der strukturierte Austausch mit Ihnen ist enorm wichtig. Und wir haben also Anfang dieses Jahres eine Steuerungsgruppe eingerichtet, bestehend aus Vertretern von Politik, Verwaltung,
eben auch Shams Azadi als Menschenrechtskoordinatorin, das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte und uns überlegt, wie ist so ein Prozess umzusetzen, weil das Thema, wie Frau Stadträtin gesagt hat, ist ein sehr, sehr umfassendes. Fast alle wichtigen Lebensbereiche haben menschenrechtliche Bezugspunkte, stützen sich auf die Menschenrechte. Und wir müssen sozusagen uns ein Schwerpunktthema rausnehmen und einen Schwerpunkt setzen und dort beginnen. Und wir haben das gemacht, auch auf Basis der Studie von Professor Nowak, nämlich mit dem Bereich Antidiskriminierung, der ja auch ein menschenrechtliches Querschnittsprinzip ist. Wir haben in Wien eine ganze Reihe von Einrichtungen und Stellen. Wir sind auch sehr toll intern in der Stadt vernetzt. Wir tauschen uns regelmäßig aus und sind da auch dran zu schauen, wo sind wir schon sehr gut unterwegs und wo braucht es aber noch Verstärkung der Strukturen. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, viele Veranstaltungen mit NGOs durchgeführt. Wir haben uns angehört, was Sorgen und Anliegen sind. Wir haben Dinge erarbeitet. Also das war ein sehr spannender Prozess in der ersten Jahreshälfte. Und das war sozusagen ein Eckpunkt, den ich nennen möchte, der wird auch uns die nächsten Jahre begleiten, weil das ist einfach ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Und im Weiteren, so als zweiter Eckpunkt, der die Menschenrechtsstadtidee auszeichnet, ist die Förderung einer breiten Menschenrechtsbildung, also in allen Segmenten und in allen Teilen der Gesellschaft, wo wir also sozusagen nur einmal klein angefangen haben und ich mich sehr freue und wir uns sehr gefreut haben, dass die Wiener Volkshochschulen sich des Themas auch angenommen haben und eine große Veranstaltungsreihe konzipiert haben und mit sehr, sehr viel und sehr tollem Engagement umgesetzt haben. Der Herr Dr. Born-Mena ist da der Leiter dieser Veranstaltungsreihe und gibt monatliche Schwerpunkte schon seit Oktober bis Juni. Mit dem Recht auf Menschenwürde begonnen, die Kinderrechte als Schwerpunkt und jetzt im Moment ist es Asyl, Antidiskriminierung und Diversität. Also das passt irgendwie sehr, sehr gut zusammen. Unsere sozusagen strukturelle Arbeit in die Stadtverwaltung hinein, der Austausch mit den NGOs und dann die breite Informations- und Diskussionsarbeit mit der Bevölkerung, also das ist ganz wunderbar. Und der dritte Eckpunkt, den ich jetzt noch nennen möchte, weil der unmittelbar auch bevorsteht, beschlossen zu werden, die Gemeinderatsdeklaration, das war also auch eine Aufgabe unserer Steuerungsgruppe und im Dialog mit ganz, ganz vielen Einrichtungen in der Stadt, außerhalb der Stadt, Einzelpersonen zu überlegen, wie soll diese Deklaration aufgesetzt sein, dass sie es ermöglicht, dass dieser Prozess langfristig geht. Also wir machen sozusagen, wir haben einen Prozess aufgesetzt, um uns langfristig mit diesem Thema und intensiv mit diesem Thema auf allen Ebenen auseinanderzusetzen, die Menschenrechte auf die lokale Ebene zu übersetzen. Das ist nicht immer ganz leicht. Also auch vom juristischen her, muss ich sagen, eine große Herausforderung. Und wir haben diese Deklaration. Ich möchte die Eckpunkte kurz nennen, weil sie am 19. Dezember beschlossen wird und auch schon durch den Gemeinderatsausschuss gegangen ist. Ganz kurz sozusagen die Eckpunkte nennen, weil ich glaube, die ist uns sehr gut gelungen. Also es ist ein sehr gutes eine sehr gute Erklärung, um sozusagen den weiteren Prozess zu strukturieren. Wir nehmen in einer Präambel Bezug auf die international verankerten Menschenrechtsverträge und die Verpflichtungen, die alle staatlichen Einrichtungen und Ebenen haben, nehmen uns dann vor, den Menschenrechtsansatz in allen Politik- und Verwaltungsbereichen zu verankern, das sogenannte Mainstreaming auch des Menschenrechtsansatzes. Es gibt dann die Absichtserklärung und wo wir so schon eigentlich mittendrin sind, den Dialog mit und die Beteiligung der Zivilgesellschaft in einer strukturierten Form. Und wie gesagt, das Thema Menschenrechtslernen in der gesamten Bevölkerung ist ein ganz wichtiger Eckpunkt, wie auch die Zusammenarbeit, wie meine Kollegin schon gesagt hat, mit internationalen und nationalen Institutionen und auch das Thema internationale Solidarität ist ein sehr, sehr wichtiges. Und sozusagen als Ausblickspunkt in der Deklaration, wie soll es weitergehen? Wir möchten im kommenden Jahr einen Maßnahmenplan erarbeiten für mehrere Jahre. Wir wollen ein Berichtswesen einrichten, eine in irgendeiner Form eine Monitoringstruktur. Das muss gut überlegt sein, weil wir sehr, sehr vieles in der Stadt haben. Also es muss sozusagen gut aufgesetzt sein. Es soll ein unabhängiges Berichtswesen geben und ein unabhängiges Gremium. Und das wird in Folge zu entwickeln sein, damit dieser Prozess langfristig laufen kann und die Menschenrechte in Wien auf hohem Niveau sichern kann und auch weiterentwickeln kann und sicherstellen kann, dass wir nicht zurückfallen, weil auch das ist manchmal die Gefahr in Zeiten wirtschaftlicher Krise und Geldnöte, weil Menschenrechte kosten auch Geld sozusagen. In diesem Sinne freue ich mich auf den weiteren Umsetzungsprozess und die heutige spannende Tagung, die uns, denke ich, sehr viele Inputs
auch für das Weitere liefern wird können. Dankeschön. Jetzt ersuche ich Manfred Nowak um seine einführenden Worte. Ja, schönen guten Morgen, Frau Stadträtin, Frau Menschenrechtskoordinatorin, Herr Vorsitzender des Gemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich wirklich sehr, dass wir heute den Menschenrechtstag der Vereinten Nationen hier in der Universität beginnen. Ich begrüße Sie im Namen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte und des neu gegründeten Menschenrechtszentrums an der Universität Wien. De facto haben wir das gestern Abend hier offiziell begründet, das heißt eröffnet, unter Anwesenheit der Vizerektorin und des Bundesministers für Justiz mit einem sehr wesentlichen menschenrechtlich relevanten Thema, nämlich Menschen und Menschenrechte hinter Gittern, das wir auch in den folgenden Jahren sehr aktiv betreiben werden, weil hier ja sehr, sehr viel Reformbedarf gerade auch in Österreich ist. Ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit, die wir von Anfang an hatten. Die Idee, Wien zu einer Menschenrechtsstadt zu erklären, hat ja schon ein bisschen länger, so wie Graz und Salzburg sich erklärt haben, haben die immer gesagt, aber ihr in Wien solltet das ja eigentlich auch machen. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass Sie mich gebeten haben, dieses Gutachten zu schreiben. Und ich muss sagen, Wien ist geradezu prädestiniert dafür, hätte das eigentlich schon viel früher machen sollen. Ich habe mir in meiner Studie, da gibt es ja viele Rankings und Sie wissen das alle, wo Wien immer so ganz oben steht in Bezug auf Lebensqualität. Ich habe mir Habitat 2013 angeschaut, eine UNO-Studie über den Wohlstandsindex. Und da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Da geht es um Sicherheit, da geht es um Ökologie, da geht es um Gesundheit, da sind wirklich Menschenrechte drinnen, auch spielen eine wesentliche Rolle, natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Und wenn man das alles zusammennimmt, stand Wien an erster Stelle. Darauf dürfen wir auch, glaube ich, mit Recht stolz sein und gerade die Wiener Stadtregierung darf darauf stolz sein, dass Wien hier immer so gut abschneidet. Das heißt, wenn ohne dies alles schon so toll ist, warum sollte sich dann nicht auch Wien mit den Menschenrechten schmücken? Man kann sich auch schmücken. Menschenrechte sind nicht nur immer was Fürchterliches, sondern sie sind ja ein sehr schönes Wertesystem, aber das heißt natürlich auch, wenn sich Wien zur Stadt der Menschenrechte erklärt, dass damit bestimmte auch Commitments, politische Commitments und auch Verpflichtungen verbunden sind. Auch wenn es noch so schön ist, gibt es immer noch Bereiche, wo man die Situation verbessern kann. Ich habe ein paar gemeinsam mit den Kolleginnen am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte. Wir haben so Fokusgruppen gemacht und haben uns auf bestimmte Themen wie Wohnen, wie Gesundheit, wie auch das Recht auf die Stadt, das Recht auf den öffentlichen Raum, das ja hinter dieser ganzen Idee der Menschenrechte steht, mehr als beschäftigt und hier dann auch ganz konkrete Ideen entwickelt und auch Empfehlungen an die Regierung der Stadt Wien abgegeben, wo könnte man noch was verbessern. Wir wissen, dass sehr, sehr viel gemacht wird in der Antidiskriminierungsarbeit, aber das ist so auch ein bisschen zerstreut in unterschiedlichen Bereichen, das auch ein bisschen unter das gemeinsame Dach der Menschenrechte zusammenzufassen. Es freut mich auch sehr, du warst gerade draußen, wie ich begonnen habe, auch Theresia Stojic hier zu begrüßen, die langjährige Menschenrechtssprecherin der Grünen im Nationalrat, aber dann Volksanwältin. Volksanwaltschaft hat sich unter deinem
Vorsitz zum Haus der Menschenrechte erklärt, nicht zum Wiener Haus, sondern zum österreichischen Haus der Menschenrechte, das aber eben in Wien ist. Das heißt, ich glaube auch, dass hier eine enge Kooperation, glaube ich, sehr wichtig wäre, genauso wie mit der von dir schon angesprochenen Europäischen Grundrechteagentur und den anderen internationalen Organisationen, die hier in Wien angesiedelt sind und ja auch zu einem guten Teil auch mit Menschenrechtsfragen befasst sind. Ja, der Menschenrechtsansatz wurde schon genannt. Was sind die wesentlichen Ideen des Menschenrechtsansatzes? Empowerment ist das erste. Also wirklich, dass die Menschen, und das ist ganz wesentlich und das unterscheidet uns auch ein bisschen von der Republik Österreich. Die Republik Österreich als die primäre Ansprechpartnerin oder Verpflichtete internationaler Menschenrechtsverträge ist weiterhin, wie alle Staaten, ein Nationalstaat, wo zwar die Menschenrechte im Prinzip für alle Menschen gelten, aber dann es doch auch Bürgerrechte gibt, die eben nur für Staatsbürgerinnen gelten. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Wahlrecht. Auf der kommunalen Ebene ist es ein bisschen anders und sehr viel, heute leben schon über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, im städtischen Raum und das verstärkt sich durch die Land-Stadt-Migration auf der einen Seite, aber auch durch die internationale Migration. Die meisten Migrantinnen, die nach Österreich kommen, versuchen im städtischen Raum dann sich zu integrieren, weil das einfach hier leichter ist und daher auch diese zunehmende Verantwortung von Städten, nicht nur weil die Hälfte der Weltbevölkerung hier lebt, sondern weil die Städte andere Möglichkeiten haben, für ihre Bewohnerinnen einen gemeinsamen Raum zu schaffen und zwar wirklich unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit sie haben. Das Stadtrecht in dem Sinn als direkten Anknüpfungspunkt für unsere Identität ist ja lange abgeschafft, sondern es ist die Staatsangehörigkeit, aber die sollte auf der kommunalen Ebene viel weniger Rolle spielen. Das heißt mit anderen Worten, für uns ist es auch nach wie vor trotz Bundesverfassung, trotz Verfassungsgerichtshof ein ganz wichtiges Anliegen, dass alle Menschen, die in Wien leben, zumindest seit einem gewissen Zeitraum, die Europäische Charta für die Rechte der Menschen in der Stadt spricht von 2 Jahren, kann man darüber diskutieren, auch 3 Jahre wie immer, aber dass es einen bestimmten Zeitpunkt gibt, wo alle diese Menschen nicht nur durch Bürgerinitiativen und so weiter im informellen Bereich Partizipation leben dürfen, sondern auch wirklich das Recht haben, an den kommunalen Wahlen, die ja in Wien auch Landtagswahlen sind, auch aktiv teilzunehmen. Das wäre eine längerfristige Forderung. Wir sind uns voll bewusst, das kann die Gemeinde Wien als solche nicht durchsetzen, aber sie hat ja ein gewisses Gewicht, auch die Bundespolitik mit zu beeinflussen. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Bereiche eingehen, Sie haben sie sehr schön gezeigt. Wien ist Gesundheits-, Wien ist Frauenrechts-, Kinderrechtsstadt und so weiter. Aber worum es mir geht, ist, dass wir jetzt, und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass am 19. Dezember jetzt formell diese Entscheidung im Gemeinderat getroffen wird. Wir haben diesen Prozess, das Boltzmann-Institut insbesondere, diesen Prozess gemeinsam mit Ihnen gestaltet, dass es zu dieser Deklaration kommt, die dort formell verabschiedet wird. Jetzt geht es im nächsten Schritt um die Umsetzung. Wir wollen auch hier schon von Seiten der Universität Wien wie des Boltzmann-Instituts unsere volle Kooperation anbieten. Aber was wichtig ist, wir haben vorher ein bisschen gesprochen, was ist das Budget eigentlich für die Menschenrechtsstadt? Menschenrechte sind nicht kostenfrei. Gerade nicht auch im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, aber das gilt genauso für die bürgerlichen und politischen Rechte. Das heißt, wenn man sich zur Stadt der Menschenrechte bekennt, dann bedarf es auch eines bestimmten Budgets, um eine gewisse Infrastruktur, die unbedingt notwendig ist, zu schaffen. Und hier würde ich mir als ersten Schritt wirklich wünschen, ich bin sehr froh, dass Sam Shahzadi, dass Sie als mit Migrationshintergrund die Menschenrechtskoordinatorin der Stadt Wien ist, aber eine Frau allein mit all deinen Qualitäten kann das nicht schaffen, was da jetzt alles auf uns zukommt.
Das heißt, sie braucht ein Büro und das Büro muss so sichtbar und hoch wie möglich im Rahmen der Hierarchie der Stadt Wien angesiedelt sein, um auch zu dokumentieren, dass Wien statt der Menschenrechte eine ganz hohe Priorität eingeräumt wird. Das heißt, wir brauchen ein gut funktionierendes Büro, das nicht alles selbst machen muss. Da wird ja sehr, sehr viel gemacht, aber doch alle diese Dinge, die bereits gemacht werden, besser unter einem Dach zu koordinieren. Ich träume immer noch von einem Menschenrechtshaus in Wien. Das haben wir auch schon lange diskutiert, aber so auch ein symbolisches Dach, wo man hinkommen kann als Mensch, und sagt, ich habe irgendein menschenrechtliches Anliegen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hingehen soll. Aber da gibt es ein Menschenrechtshaus. Da gehe ich hinein und da finde ich zumindest jemanden, der mir entweder direkt hilft oder die mir sagt, wo ich mich eigentlich hinwenden sollte. Aber wo man auch menschenrechtlich relevante Veranstaltungen durchführen kann, wo es vielleicht ein menschenrechtliches Museum gibt. In Wien gibt es ja sehr viele Dinge, wo man in die Vergangenheit schauen kann, positiv wie negativ, die Menschenrechte direkt betreffen. Ich würde mich freuen, wenn wir mal wirklich ein großes jährliches Menschenrechtskonzert am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte in Österreich, organisieren könnten. Auch engere Zusammenarbeit mit der Universität Wien als solche, jetzt nicht nur mit dem Menschenrechtszentrum. Die Universität feiert ihr 650-jähriges Bestehen im kommenden Jahr. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Aktivitäten. Und wenn wir hier stärker, und da gibt es natürlich auch schon Kooperationen mit der Gemeinde Wien, aber stärker hier konkret zusammenarbeiten können. Und Menschenrechte ist auch ein Schwerpunkt. Der Rektor und die Vizerektorin haben uns auch eingeladen, hier Menschenrechte stärker in diese Feierlichkeiten 650 Jahre Wiener Universität einzubringen. Das heißt, ich habe gesagt, was ist ein Menschenrechtsansatz? Auf der einen Seite ist es eben das Empowerment. Alle Menschen sollen das Gefühl haben, wir haben auch Rechte hier, die wir gegenüber dem Staat durchsetzen können. Es ist die Nichtdiskriminierung, ein ganz wesentliches Prinzip. Vor allem die sozial Schwächeren, die ausgegrenzten Menschen stärker hereinzuholen als Träger von Rechten und nicht nur als Almosenempfänger. Es ist die Partizipation, die ganz wesentlich ist, aber auch als letztes die Rechenschaftspflicht, Accountability. Das heißt, wenn ich Rechte habe, dann gibt es andere, die Verpflichtungen haben und wenn die nicht einhalten, dann muss ich sie irgendwie zur Verantwortung ziehen können. Kleiner Nebensatz, heute auch am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, ist gerade die lange erwartete CIA-Studie oder die Studie des amerikanischen Senats über die CIA. Und ich habe heute in der Früh schon Interviews gegeben und gestern viele, wo immer wieder die Frage gestellt wird, aber was ist mit der Accountability? Jetzt haben sie es ja endlich alles zugegeben. Wir wussten es ja ohne die schon. Jetzt haben sie es zugegeben. Was heißt das jetzt für die Opfer von Folter durch die CIA? Und was heißt das für die Täter, die Folter autorisiert oder durchgeführt haben? Werden die jetzt zur Verantwortung gezogen werden? Und ich musste leider sagen, ich fürchte, dass da nicht sehr, sehr viel passieren wird, aber man lässt sich immer gerne eines Besseren belehren. Also werden wir sehen, wie weit die Obama-Regierung in den letzten 2 Jahren hier vielleicht dann doch noch einen Kurswechsel vornimmt. Ich will das jetzt überhaupt nicht mit Wien vergleichen hier. Wien war kein Black Site der CIA, gab es in Österreich nicht wie in anderen europäischen Staaten und so weiter. Also wir haben auch nicht wirklich wahnsinnig eng mit der Bush-Regierung damals kooperiert. Aber Accountability heißt auch, und das ist mir sehr wesentlich, dass wir nicht nur die Infrastruktur im Rahmen der Stadt Wien schaffen, sondern auch darum herum so eine Art Menschenrechtsbeirat, Menschenrechtskommission. Und dass wir nicht nur einen Aktionsplan entwickeln, sondern dann auch einen jährlichen, hoffentlich Menschenrechtsbericht, wo von unabhängigen Personen evaluiert wird, was ist positiv gelaufen, was hat sich verbessert, aber auch was ist schlecht gelaufen und wo gibt es Verbesserungsbedarf. So einen jährlichen Menschenrechtsbericht neben dem
Integrationsdiversitätsmonitor und so weiter zu veröffentlichen, glaube ich, wäre eine ganz wichtige, auch symbolhafte Geste nach außen hin. So schaut es in Wien aus. So gut sind wir aufgestellt, aber auch sehr wohl dort und hier gibt es auch noch Verbesserungsbedarf, der dann in konkreten Aktionsplänen, an denen dann gearbeitet wird. Das sind keine wahnsinnigen budgetären Ausgaben, die damit verbunden sind, aber ich glaube schon, dass es wesentlich wäre, dieses grundsätzliche Commitment einer Organisationsstruktur, sodass wir auch die weiteren Fortschritte Wiens als Stadt der Menschenrechte entsprechend evaluieren können und auch vielleicht am nächsten 10. Dezember auch darüber berichten bzw. auch darüber diskutieren, was wir alles erreicht haben. In dem Sinn wünsche ich der Stadt Wien alles Gute als neu und frisch gebackene Menschenrechtsstadt gemeinsam mit vielen anderen Menschenrechtsstädten, und manche von diesen Städten sind ja auch heute hier vertreten und wir freuen uns auch sehr, von Ihnen Ihre Erfahrungen zu hören, was in Ihren Städten konkret weitergegangen ist, seitdem Sie sich zur Stadt der Menschenrechte erklärt haben. In dem Sinn wünsche ich auch uns allen ein sehr, sehr spannendes und interessantes Symposium. Dankeschön. Danke vielmals. Ja, ich möchte Sie auch noch einmal herzlich begrüßen zu diesem heutigen Symposium und mich kurz vorstellen. Mein Name ist Irene Brickner, ich bin Redakteurin bei der Tageszeitung Der Standard und schwerpunktmäßig berichte ich zu Menschenrechtsthemen, Asyl, Fremdenrecht, aber auch andere Menschenrechtsthemen, aber auch schon ein Buch über dieses Thema geschrieben. Ich möchte jetzt kurz organisatorisch sagen, wie der heutige Tag ausschauen wird und auch inhaltlich. Also wir werden hier heute über Menschenrechte in der Stadt reden und über Menschenrechtsstädte, über die Relevanz von Menschenrechten und die durch sie sich eröffnenden Chancen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie über die Pläne Wiens, offiziell zu einer Menschenrechtsstadt zu werden. Dazu, wie gesagt, haben wir eine Reihe hochkarätiger österreichischer und internationaler Expertinnen und Experten eingeladen, die in 4 aufeinanderfolgenden Panels mit natürlich Kaffeepausen und einer Mittagspause dazwischen Inputs liefern werden und miteinander und mit Ihnen, also dem Publikum, diskutieren werden. Ich selber werde 3 dieser Panels moderieren, Panel 1, 3 und 4. Panel 2 wird von meiner Journalistenkollegin Lisa Meyer moderiert werden. Um Ihnen einen kurzen Überblick über das heutige Programm zu geben, in Panel 1, das gleich starten wird, geht es um die grundlegende Frage, welche Rolle und welche Relevanz ein menschenrechtszentrierte Analyse und Handlungsansatz hat, um die Herausforderungen, vor der Städte heute stehen, zu bewältigen. In Panel 2 wird es um die Frage des Wie gehen. Wie kann das gemeinsame Nutzen von städtischen Ressourcen am besten funktionieren? Worin alles bestehen diese Gemeingüter, diese Commons überhaupt? Was ist in einer Menschenrechtsstadt darunter zu subsumieren? Wie soll, wie muss von einem Menschenrechtsfokus aus betrachtet Partizipation, Mitgestaltung ebenso wie Mitbestimmung in der Stadt laufen? In Panel 3, nach der Mittagspause, geht es dann um Fragen der Wirtschaft und der Menschenrechte in der Stadt. Wo endet die Freiheit, die einer möglichst florierenden kommunalen Wirtschaft eingeräumt werden soll und muss? Und wo beginnt die soziale Verantwortung? In Panel 4 schließlich geht es um den Umgang mit sozialen Disparitäten und Gegensätzen in der Stadt, die einen Menschenrechtsansatz als Grundlage des Handels gewählt hat. Wie ist mit den diesbezüglichen Phänomenen in der Einwanderungsgesellschaft umzugehen, etwa mit dem Umstand, dass in Wien inzwischen 20-30% der Bevölkerung von Wahlen ausgeschlossen sind aufgrund des bundesweiten Staatsbürgerschaftsgesetzes, dass es sehr, sehr vielen Menschen unmöglich bis sehr, sehr schwer macht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und was auch diskutiert werden wird im Panel 4, ist die Frage, wie Inklusion, soziale Inklusion funktionieren kann. Jetzt formal haben wir für jedes Panel 1,5 Stunden Zeit.
Die Panels werden folgendermaßen strukturiert sein, dass die Vortragenden je 10 bis 15 Minuten Inputs geben werden. Danach werde ich Verständnisfragen stellen und am Ende von den Inputs wird es dann für das Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und selber Statements zu geben. In jedem dieser vier Panels wird es auch Inputs auf Englisch geben, aber die Diskussionsbeiträge auf dem Podium und im Publikum können trotzdem auf Deutsch gehalten werden, weil, wie man sieht, eine Simultanübersetzung da ist. Und jetzt ersuche ich die Diskutanten für Panel 1, sich bitte auf das Podium zu setzen. Also ich möchte das Podium jetzt begrüßen. Und begrüße neben mir sitzend Hans Sackers. Er ist Soziologe mit Forschungsschwerpunkten Zukunftsplanung und Forschung. Er ist Abteilungsvorstand für Strategie und internationale Beziehungen der Stadtverwaltung in Utrecht in den Niederlanden. Und eine seiner Hauptaufgaben ist die Kooperation mit europäischen Städten zur Entwicklung von Netzwerken und Projekten auf dem Gebiet der urbanen und sozialen Innovation. Guten Morgen. Dann neben ihm sitzend begrüße ich Monika Mokre. Sie ist Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte sind europäische Demokratie und Öffentlichkeit, Kulturpolitik, Politik und Kunst und Gender Studies und hat sich engagiert unter anderem bei der Refugee-Bewegung, dieser Protestbewegung von Asylwerbern, die im vergangenen und im vorvergangenen Jahr auch in Wien für einige Aufregung gesorgt haben. Und neben Monika Mokre begrüße ich recht herzlich Michele Grigolo, Lehrbeauftragter für Soziologie an der Nottingham Trent Universität, der seit 10 Jahren forscht und publiziert zum Themengebiet Menschenrechtsstädte mit speziellem Fokus auf Gleichheit und Antidiskriminierung sowie Menschenrechtspolitik. Der Schwerpunkt des ersten Panels habe ich ja vorher schon kurz erwähnt, um es jetzt noch einmal in Erinnerung zu rufen. Also es geht jetzt hier um die grundlegende Frage, welche Rolle und welche Relevanz ein menschenrechtszentrierter Analyse- und Handlungsansatz hat, um die Herausforderungen einer Stadt wie Wien zu bewältigen. Und ich ersuche jetzt Michele Grigolo um sein Statement. Good morning. Thank you, everybody. Thank you to the organizers of this conference for inviting me. Thank you, Shams. It's a pleasure to be here and to talk with you about human rights in cities. In my speech, I will try to answer the question of why and how human rights are relevant in the city, especially from the point of view of the local government. I will first identify two perspectives from which we can view the relevance of human rights in the city, a legal and a social perspective. I will then consider two approaches to human rights in the city, which I call departmental and governance, in order to illustrate how human rights can be relevant. In the end, I will reflect on some qualities that local human rights actors should develop in order to make human rights relevant in the city. My speech is informed by my own research and reflection on cities that have done something with human rights, and that for this reason have some lessons to teach. I hope to be able to provide a useful starting point for our discussions today and for the broader Vienna's engagement in human rights. Let me start now with elucidating the legal perspective. This perspective suggests that human rights are relevant in cities because local governments, first of all, share their state duty to comply with human rights, and as part of that duty, second point, local governments have powers and competences that are necessary and significant for realizing human rights. The European Court of Human Rights has taken a number of decisions in which it explicitly addresses municipal competences and powers, for example, in the areas of urban planning and nuisance generated by development projects. In some countries, like the United Kingdom, state law provides that local governments, as much as all public authorities, should comply with human rights and equality.
In general, what I would like to stress here is that international, national and local laws are relevant for human rights in the city, and the local governments do have a legal part to play towards the realization of human rights. The social perspective, on the other hand, suggests a different, more sociological relevance connected to the city as a space of differences and inequalities. Let's start from the fact that has already been raised, that because by now the majority of the world population lives in cities, local governments that govern cities are the public institutions that are closest to the majority of the world population. This proximity gives local governments a unique standpoint for celebrating urban diversity, but also understanding and intervening on the intrinsically urban dimension of many social divisions that force parts of the local population, such as women, LGBT people, migrants, ethnic communities, poor people, disabled people, into a position of material disadvantage and lower status. Overall, the social perspective suggests that the enjoyment and violation of human rights come alive in the city, and the local governments are obviously immediately concerned with the urban nature of many social inequalities. In fact, it could be argued that local governments actually need human rights in order to enhance their capacity to govern differences, divisions, and inequalities in the city. While the legal and social perspectives understand the relevance of human rights in the city in different ways, they are not incompatible. Just think of the urban overlapping between many social inequalities on the one hand and illegal discrimination or the violation of social and economic rights on the other. In fact, my suggestion is that human rights are most relevant in the city and for local governments when the legal and social perspectives are acknowledged and integrated within local policy. Human rights can provide the legal and value framework according to which urban politics is organized and reorganized in order to tackle one or more human rights issues and inequalities and their intersections. This process should be guided by a sense of what local governments should do in relation to human rights, as well as the needs and expectations of the local population in terms of human rights. In an ideal situation, then, the local government should be able to combine the top-down requirements of the law with a bottom-up pressure to support the creation of a just urban environment. At the intersection of these two dynamics, the law is seen more as an ally than simply an imposition. As we move now to consider the departmental and governance approaches to human rights, the legal and social relevance of human rights in the city emerges more clearly. I introduced these approaches separately, but the practice of many human rights cities showed that they're often combined and closely intertwined. The departmental approach is organized around at least one city department, agency, or authority. And I understand that the House of Human Rights seems to be an example of this approach. An authority that promotes human rights and sometimes intervenes on individual issues and violations of human rights. Ombudspersons and anti-discrimination offices do this type of work with different legal powers and relying on different procedures. The Barcelona Office for Non-Discrimination, for example, provides legal advice and mediation on issues of non-discrimination and human rights. It deals with racism and inequalities in the city, but also works with Spanish embassies abroad on family reunion cases, clarifying their duty to issue related to issues issuing visas for the family members of migrants located in Barcelona. The office collaborates with legal authorities on hate crimes, and its data on housing discrimination have provided the basis for broader research into this phenomenon. The second approach is the local governance of human rights. This approach is based more on the co-production and co-implementation of human rights by the local government with other actors inside and outside the city. More than attention on individual cases, the scope of governance is to address human rights issues in the city, including inside the local government, on a more systemic level. For all these purposes, local governments can put in place a horizontal and or vertical governance of human rights. Again, while analytically distinct, these two types of governance may be combined in practice. Horizontal governance is about liaising with urban actors, including civil society and local business, university including. The creation of local venues for consultation and participation around human rights is an obvious way of doing a local governance of human rights, one that allows
civil society to participate in the urban adaptation and redefinition of human rights. The San Francisco Ordinance that implements the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is an example of this approach. The local government and local activists took the UN Convention and used it, among other things, to support the mainstreaming of women's rights across city departments, which is what we normally intend also as a human rights approach that has been highlighted and defined in previous interventions. Vertical governance, on the other hand, is about local government joining up or down with supralocal or infralocal entities in order to coordinate action on a particular human right. For example, the Barcelona Office for Religious Affairs and its Catalan counterpart routinely consult each other on work jointly, and work jointly on a number of local issues, religious issues and conflicts. The Catalan institutions, in turn, collaborate with central government institutions on the implementation of more general aspects of religious freedom legislation, while both levels maintain their own relations with the official federations of the communities. Eventually, it is the city level that works with the more marginal, new and informal religious communities, intervening on issues and conflicts that affect the communities as they emerge and move within the space of the city. As a conclusion, I would like to spend a few words on how local actors should act towards making human rights relevant in their city. We have heard already about this. Let me give you my point of view. Making human rights is relevant is a process with many challenges that requires three qualities: patience, strategy, and imagination. Patience is about the fact that human rights need time to become relevant. Alliances and common visions need to be forged between local supporters inside and outside the local government, including the mayor, in order to build a constituency for human rights and a solidity for human rights. Strategy is about defining priorities and taking actions, having in mind the evolving social but also political conditions of the city. It is also about building a local narrative for human rights, which is intelligible for the local population and supportive of people who need human rights more, including some of the most discriminated and racialized groups like the Roma people, for example. Finally, imagination is about constantly reinventing human rights in connection to city residents and users. The right to the city is already providing a useful concept for rethinking human rights in an urban key. City employees involved in the micro level of implementation of rights and policies can also suggest the association between human rights and any emerging and pressing matter of justice in the city. Eventually, and I conclude, it is through a more innovative city engagement in human rights that human rights can become more relevant in the city. Thank you for your attention. Als Rückfrage, weil Sie zuletzt über die Notwendigkeit gesprochen haben, Fantasie, also Imagination, walten zu lassen. Wir haben gestern bei der Diskussion über den Strafvollzug ist das Argument gekommen, dass Menschenrechte etwas sind, die in der breiten Bevölkerung, in der Mehrheitsbevölkerung eher als etwas gesehen werden, was für die Minderheiten in der Bevölkerung gut ist. Also sozusagen, was gibt es für Erfahrungen in den Städten, die Sie untersucht haben bezüglich des Gewinnens der Bevölkerung für einen solchen Prozess? That's probably the most different part of the story. I think, first of all, there must be some kind of visibility of the of human rights in the city, meaning promoting it among inside the local population. My own experience of doing research on this is that too often they remain. Human rights remain a matter that is discussed in closed spaces, whereas I think there must be a way in which, and when I say closed spaces, I also mean like a restricted circle, you know, of committed stakeholders. Now the point is to try to make it more relevant for everybody, so that it really becomes relevant for the city, and then you create a situation that eventually you also need less to invent and create discourses and narratives that help human rights to be accepted in the city.
Have I answered your question or? Yes. Das heißt, es braucht eine Art Public Relation auch dafür. So, I take it to also need some type of articulation to bring the articulation of what? Für den Prozess einer Menschenrechtsstadt zu werden. Process of becoming a city of human rights. I'm sorry, I don't think I understood. Ja, ob Sie sozusagen... Good answer, probably. Do you also have to combine with city marketing? Außerdem werden wir da jetzt auch dann konkrete... Okay. Yeah. Okay. Und als sonst eine Frage, die mir wichtig vorkommt, ist, Wien ist eine Stadt, die ja schon eine Reihe Institutionen hat im menschenrechtlichen Bereich. Also Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, DEMA 17 macht viel. Also was gibt es für Erfahrungen, wie man mit dem Zusammenführen oder dem für die Menschenrechtsstadt nutzbar machen dieser unterschiedlichen Institutionen umgeht? Was hat da Ihrer Ansicht nach sich am meisten bewährt? Eine Stelle... Und Zusammenarbeiter stellen. Everybody can work together. Is it better to have one central body responsible for human rights or several ones cooperating? I think that having at least one body is important. I think Professor Novak mentioned that having some kind of visible space, visible office in the city that does human rights work. Sends a message, and I think it's probably also the easiest way to go with human rights at an entry level. I think it can be a place where also some services are provided and about discrimination, other services that Vienna has been providing that are very related to human rights could also be associated to this department or office. There could be more departments. For example, in San Francisco, there is a department about human rights, another department on the status of women, and they both work on human rights. Now, the point is creating a connection between these departments and expanding the process also to outside actors. In that respect, you have to work very hard. What is needed there is like a sort of strong common vision that keeps together all these departments and that is composed of the interests and priorities of all the departments. That takes time, and that's the patience quality that I was talking about. What is very tricky about this, the governance thing, I think, is that it's very easy to organize the department, but it's very difficult to organize a process of, for example, mainstreaming and make it last over time. That tends to be very institutionally unstable. And I very much appreciate also stressing the fact that you need money to do this, because you need people who lead the process, who works constantly on it. Danke vielmals. Es besteht ja dann auch noch die Möglichkeit, aus dem Publikum am Ende der drei Vorträge Fragen zu stellen. Und ich ersuche jetzt Hans Sackers um seinen Input zum Thema lokale Menschenrechte. So. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, und vielen Dank für die Einladung, um heute am Internationalen Tag der Menschenrechte hier auch in Wien dabei zu sein. Ich habe gerade gefragt, ist es vielleicht besser, dass ich stehe, weil Leute hinten sehen mich natürlich gar nicht. Ist das ja, danke, nein oder danke, ja? Danke, ja, okay. Also wie gesagt, das können auch alle Vortragenden gerne das im Stehen machen, jeder wie er will. Gut. Naja, meine Faszination für Menschenrechte begann vor 5 Jahren. Und damals bekam ich einen Anruf von der Fundamental Rights Agency, auch hier in Wien, mit der Frage, ob wir mitmachen in einem internationalen Projekt über Joint Up Governance. Sie werden merken, ich benutze ab und zu auch englische Wörter, weil ich dann die deutsche Version oder die deutsche Übersetzung nicht kenne oder nicht. Um gemeinsam mit verschiedenen Parteien Menschenrechte auch auf lokaler Ebene zu verstärken.
Wir zögerten einen Moment. Warum sollten Menschenrechte ein zusätzlicher Impuls für unsere Stadt sein? Was fügen sie bei an unsere sozialpolitische Tradition, die wir schon haben? Wer wären die Organisationen in der Stadt, die das auch tragen würde? Als Erste orientierten wir uns, unsere Uni mit einem eigenen Institut für Menschenrechte, auch bei uns, war ein internationaler Hotspot für Human Rights Research. Für 2012 war die Eröffnung eines nationalen Menschenrechtsinstituts, the Netherlands Institute for Human Rights, in Utrecht geplant. Und wie es eine Recherche ergab, sind etwa 20% der Utrechter regelmäßig ehrenamtlich tätig und tragen damit, zum Beispiel in die Superküche etc., direkt an die Verwirklichung von Menschenrechten bei, ohne jedoch, dass das Wort Menschenrechte je genannt wird. Das machte uns nachdenklich und stellten uns die Frage, wie können wir die internationalen Menschenrechtsabkommen als Inspiration nehmen, um eine lokale Menschenrechtskultur, wie wir es in Utrecht nennen, zu entwickeln. Damit meinen wir eine Kultur, in der Human Dignity als Social Imaginary eine zentrale Rolle spielt. Unsere Strategie stützt sich derzeit auf 4 Elemente. Förderung des Menschenrechtsbewusstseins in der Stadtverwaltung und eine dahingehende Evaluierung der eigenen Praxis. Zweitens, Förderung der Zusammenarbeit zwischen zivilen Organisationen und Initiativen in der Form einer lokalen Menschenrechtskoalition. Drittens, Förderung und Teilnahme an Forschung, welche die Weiterentwicklung von Menschenrechtsstätten unterstützt. Und 4, die Teilnahme an internationalen Netzwerken, um Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Dann bin ich hier. Im Jahr 2011 haben wir 10 Themen gewählt, welche wir mit Blick auf Menschenrechte als Maßstab evaluierend haben. Die untersuchten Bereiche reichten von LGBTI-Emanzipation und die Aufnahme von Flüchtlingen bis zur Armutspolitik und Schutz der Privatsphäre, von der Zugänglichkeit von öffentlichen Einrichtungen bis zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Die Case Studies wurde so ausgewählt, dass wir versucht haben, eine Balance zu gestalten zwischen traditionellen Link- und Rechte-Themen. Und damit wollten wir die Stigmatisierung von Menschenrechten als linkes Hobby vermeiden. Dies führte zu einer Liste von Best Practices einerseits und andererseits wurden Aspekte deutlich, die besondere Aufmerksamkeit von einer Menschenrechtsperspektive verdienen. Zusätzlich zu diesen auf die eigene Organisation gezielten Maßnahmen haben wir uns auch bemüht, die breitere Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft einzubeziehen. Durch die Veranstaltung von öffentlichen Debatten, Festivals, Events, wie die sogenannte Woche der Menschenrechte, organisiert in Kooperation mit der Council of Europe. Nach der Gründung einer lokalen Menschenrechtskoalition in 2013 begonnen wir mit diversen Partnern 4-mal pro Jahr ein Menschenrechtscafé zu organisieren, wo NGOs, ihre Freiwilligen, Gemeindemitarbeiter, Wissenschaftler, Unternehmer, Studenten teilnehmen. Es werden aktuelle Menschenrechtsfragen identifiziert, diskutiert, genetzwerkt und Crossover-Projekten gestattet. So bekommen Einzelne die Möglichkeit, Projektideen zu pitchen und dafür im Saal zu werben. Beispiele davon sind Kinderrechte an der Schule-Projekt, wo eine besondere Aufmerksamkeit auf Kinderrechte gelenkt wurde, oder eine Zusammenarbeit von Studenten mit Flüchtlingen, die eine Art von Reverse-Buddy-System entwickelt haben von gegenseitiger Hilfe, indem studierende Flüchtlinge auch andere Studenten helfen und vice versa. Sie fragen sich jetzt vielleicht, kann das Lokale wirklich ein zentraler Pusher sein im Schutz von Menschenrechten? In den Niederlanden wurde die Bedeutung des Lokalen deutlich in einem Konflikt mit der nationalen Regierung rund um Entscheidungen der Stadtregierung Utrecht und anderer Städte, Flüchtlinge ohne Papiere unter 18, die ausprozediert waren, doch Obdach zu gewähren. Diese Praxis führte zu einer politischen Kontroverse zwischen Straßburg und Niederlanden. Die holländische Regierung entschied, dass diese Migranten kein Recht auf Obdach hätten, während Straßburg mit Blick auf Umsetzung der europäischen Sozialcharta entschied, dass diese Praxis Kinder in extremen Situationen von Hilflosigkeit Obdach zu verweigern im Widerspruch steht mit der Achtung der Menschenwürde. So hat Straßburg unsere lokale Politik unterstützt. Das ist ein Beispiel, das die Macht zeigt von einer solchen europäischen und lokalen Allianz. Wir sind uns aber bewusst, dass Menschenrechte auch ein problematisches Konzept sind. Denn es ist nicht nur sehr juristisch und top-down konnotiert und ruft bei vielen Menschen deshalb oft nur abstrakte Gefühle oder Ohnmacht vor.
Gleichzeitig wird es oft als ein westliches Konzept gesehen, dass das Machtinstrument in der Außenpolitik dient, doch nicht unbedingt mit lokaler Stadtpolitik in Verbindung gebracht wird. Basierend auf unserer Erfahrung möchte ich nun mit Ihnen drei Ideen für Weiterentwicklung der Menschenrechte auf lokaler Ebene teilen: über lokales Monitoring oder Bericht schreiben, über Forschung und die Ausbildung von Studenten und über die komplexe Beziehung zwischen Menschenrechten und Stadtmarketing. Ja, haben wir schon vorher eben kurz darüber geredet. Lokales Monitoring. Ich glaube, dass Städte besondere Möglichkeiten haben, die Einhaltung von Menschenrechten auf innovative Weise zu monitoren. Einen Monitor zu entwickeln klingt einfach, ist es jedoch nicht. Denn die vorhandene Menge an Informationen und Daten über diverse Menschenrechtsaspekte ist oft so überwältigend, dass man sofort sich beginnt zu fragen, wo fangen wir an, was sollen wir wählen, was soll auf welche Weise dargestellt werden, aber auch, wie bewerten und beurteilen wir die aktuelle Situation im Lichte der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen. Und vielleicht die wichtigste Frage, wer beurteilt eigentlich das Material? Unabhängig, haben Sie gesagt. Das wäre schön. Ist eine Menschenrechte-Monitor tatsächlich eine Aufgabe für eine Stadtverwaltung alleine? Oder sehen wir die Stadt eher als eine von diversen und vielen Kooperationspartnern? In einer Stadt gibt es so viele Organisationen, die alle auf ihre Weise Menschenrechte schützen. Da macht es Sinn, auch ihr Wissen zu benutzen. Ein Monitor könnte ein Portal oder ein Hub sein, worin die verschiedenen Communities of Knowledge ihre Daten, Informationen und Storylines bündeln. Wenn das gelingt, das wäre schon eine Aufgabe, dann könnte auch die Auswertung und die Interpretation der Daten einen sozialen Prozess initiieren. Diese Art von Engagement könnte wir als einen Schritt hin zu einer lokalen Menschenrechtskultur betrachten. Auf dieser Grundlage könnte eine neue Handlungsperspektive entstehen. Die Stadt in all ihren Facetten ist daher nicht nur Forschungsobjekt, sondern auch Initiator und Gutachter. Das ist vielleicht die größte Herausforderung für die nächsten Jahre. Die Frage nämlich, wie machen wir uns Menschenrechte als Konzept auf Stadtebene eigen? Und kann eine neue Art von Monitoring ein Instrument sein, um einen kontinuierlichen Dialog zwischen den Partnern und Good Governance zu stimulieren? Und kann ein solches Monitoring auf lokaler Ebene auch Inspiration dienen für Monitoring für auf europäischer Ebene und wieder zurück? Weil die Leute auch von der FRA auch hier sind, aber das wäre interessant mal zu besprechen. Mein zweiter Punkt betrifft Menschenrechte und Forschung. Was könnte eine Forschungsagenda sein, die die Entwicklung von Menschenrechtsstätten befördert? Es ist immer noch der Fall, dass in der Politik wie in Forschung, dass Menschenrechte, und Michel ist eine Ausnahme mit einer Handvoll anderen, dass Menschenrechte in erster Linie mit der Außenpolitik assoziiert werden, kaum mit innenpolitischen Fragen. Das Thema kam geografisch deutlich näher in die Diskussion um das sogenannte Flüchtlingsproblem an Europas Außengrenze. Zusätzlich gibt es immer noch wenig Aufmerksamkeit für die vielen interdisziplinären Fragen, die bei der Übersetzung des Global Human Rights Regime in die Daily Practice von lokalen Gemeinschaften eine Rolle spielen, was auch als der Homecoming of Human Rights bezeichnet wird. Das kreiert auch Herausforderungen für das Konzept Menschenrechte. Um als Richter am Internationalen Strafgerichtshof zu arbeiten, mag der juridische Rahmen ausreichen. Auf lokaler Ebene sind interdisziplinäre Kenntnisse und Fähigkeiten unerlässlich und eine Menschenrechtsagenda sinnvoll einzufühlen. Darin kann die Ausbildung von Studenten eine zentrale Rolle spielen. Die Herausforderung ist, eine neue Generation von Studenten auszubilden, die dabei helfen, in Gemeinde und Städte ein Bewusstsein für Menschenrechte auszubilden und auf europäischer Ebene die Performance einer Human Rights Culture zu gestalten. Doch bevor wir sie ausbilden, müssen wir zuerst neue Forschungs- und Ausbildungsprogramme Inhalt und Form geben. Und dafür haben wir derzeit nur eine halbleere Toolbox, aber dafür viele offene Fragen. Wie müssen die Programme aussehen, die helfen, Städte in Menschenrechtsstädte zu verwandeln? Wie kann man die Fragen der Menschenrechte adressieren, ohne die öffentliche Debatte darüber zu politisieren und polarisieren? Aber auch, wie kann man die Menschenrechtsperspektive verwenden, ohne gleichzeitig eine Juridifizierung, Verrechtlichung der Gesellschaft voranzutreiben? Wie können wir den juridischen Fokus ausdehnen auf soziale, kulturelle, ökonomische Fragen? Denn hier gibt es bestimmte Situationen, um von Human Dignity statt Human Rights zu sprechen.
und was wären die unintended consequences? Oder auf Handlungsebene gesprochen, wie kann man Einzelne dazu bewegen, durch die Menschenrechtebrille zu schauen und dabei ihr eigenes Handeln neu zu sehen, zu bewerten? Die psychologische Frage. Wie können wir mehr Legitimation kreieren für diejenigen, die Wissenschaftler sind und gleichzeitig als politische Akteure agieren? Und wie baut man eine interaktive Kooperationsplattform aus diversen Partnern, wo sich Zweckrationalität an Wertrationalität entwickelt, ohne dabei Zynismus zu evozieren oder Instrumentalisierung für andere Zwecke? Dafür ist zweifelsohne auch eine kritische Reflexion des Menschenrechtsdiskurs notwendig. Inwieweit trägt der Menschenrechtsdiskurs wirklich dazu bei, das Ziel der humanen Gesellschaft in den 21. Jahrhundert zu realisieren? Das wäre auch eine Frage für Forschung. Ich glaube, dass der Schritt, lokale menschliche Kultur auf die Forschungsagenda zu setzen, eine programmatische Zusammenarbeit stimulieren kann, auf interdisziplinär und transnationaler Ebene. Europa könnte für solche Forschungsprogramme einen unterstützenden Rahmen bieten. Mein dritter Punkt ist, wie Stadtmarketing und Branding zu einer Idee einer Menschenrechtsstadt verhält. Amsterdam überlegt sich, genau wie Wien gerade, sich zur Menschenrechtsstadt zu erklären, und das mit ihrer Brand als Gay Capital. Auch Nürnberg positioniert sich natürlich sehr deutlich, ebenso Barcelona und ein paar andere Städte. Aber eine positive Stadterzählung über Menschenrechte evoziert auch skeptische Fragen von Politikern und Journalisten. Ja, was bedeutet das dann? Was verbessert sich durch diese Benutzung von Menschenrechtskonzepts? Solche Fragen provozieren, zu betonen, welche Vorteile das Label Menschenrechtsstadt der Stadt gebracht hat. Eine solche Überzeugungsrhetorik nimmt jedoch den Freiraum, um an Verbesserungen zu arbeiten oder aus Fehlern zu lernen. Die Energie geht in die Richtung von das, was schon da ist. Leider. In Utrecht versuchen wir, so zu vermeiden, Stadtmarketing mit unserer Menschenrechtspolitik zu vermischen. Unsere Auffassung ist, dass die Menschenrechtsperspektive in erster Linie erzählen sollte, was besser kann und nicht, was schon gut ist. Vielleicht wäre die Antwort ähnlich wie im Fall des Monitoring. Sollte nicht die diverse Menschenrechtsorganisationen selbst die Geschichte der Stadt erzählen? Zum Schluss eine letzte Bemerkung über die Rolle Wiens als Menschenrechtsstadt. Wien ist eine Stadt mit einem europäischen Horizont nach West und Ost, eine innovative Sozialpolitik und internationalem Einfluss. Für uns als Kleinstadt Utrecht war es in den letzten Jahren sehr hilfreich, dass die EU-Kommission, der Europarat, die Grundrechteagentur, die UNO, Amnesty International sowie auch die UCLG lokale Menschenrechte zu einem wichtigen Thema erklärt haben. Es hat dem Prozess in Utrecht sehr geholfen, dass wir als Little Global City eine Referenz hatten. Die Frage ist also, wie können wir uns als Menschenrechtsstädte organisieren? Wie können wir als Städte unsere Initiativen vereinen und uns gegenseitig unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es, Städte, Forschung und Zivilgesellschaft zusammenzubringen? Ich kann mir vorstellen, dass wir auch EU-Mittel finden, um ein europäisches Städtenetzwerk mit einer wissenschaftlichen Komponente zu formen. Die Initiative der Stadt Wien und das Boltzmann-Institut sowie diese Konferenz könnte bereits ein Schritt in diese Richtung sein und Utrecht wäre sehr interessiert daran teilzunehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf die Diskussion. Eine Verständnisfrage nur. Sie haben am Anfang von linken und rechten Themen in der lokalen Menschenrechtspolitik gesprochen. Was ist links und was ist rechts? Ja, das ist natürlich sehr abhängig von Stadt und Situation und Zeit. Aber wir haben angefangen zu denken, dass es sehr wichtig ist, dass es nicht eine politische Partei oder zwei, aber dass es ein sehr breites Phänomen ist, die durch die Weltgemeinschaft der Menschen ist. Ausgemacht und dass es nicht zufällig sein sollte, dass eine Stadt ja oder nein sich daran teilnimmt. Und wir haben versucht, das Narrativ zu gestalten durch die wichtigen Agenda-Punkte von den verschiedenen politischen Parteien in die erste Evaluation, die 10 Case Studies, dass wir zum Beispiel an der rechten Seite war damals die Homo-Emanzipation ein großes Thema, Privacy war ein rechtes Thema, aber natürlich die vielen sozialpolitischen Themen wie
Armut und so waren natürlich linke Themen. Und ich meine, in Ihrem Vortrag haben Sie des Öfteren eine Art von auch Skeptizismus oder Kritik an den Menschenrechtskonzepten als solches. Also es ist kontraproduktiv zum Teil vielleicht. Die Frage ist, ob die Menschenrechte das sind, womit die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts verbessert wird. Das müsste man erforschen. Und auch diese Geschichte mit Überzeugungsrhetorik. Was ist da konkret, also wie sind Sie umgegangen mit diesen ja offenbar drei Bremsfaktoren, über die Sie da sprechen? Naja, ich glaube, wir müssen, das ist ein sehr empfindliches Konzept. Es ist ein sehr schwieriges Konzept zu managen. Und auch, dass es etwas ist, das nicht nur von der Stadt ist, aber von Gesellschaft. Und dass es auch anerkannt wird von Organisationen und Gruppen, aber auch von Unternehmern, dass die denken von, hey, aber das bedeutet was. Und wenn es nur etwas von der Gemeinde, von der Verwaltung, von der Stadt im Kleinen bleibt, dann ist es natürlich auch ein Wertesystem, das Menschen auch schützen muss für die Stadt und die Bürokratie und die Staat und die größere Systeme. Und so, wenn es nur betreut wird von der Stadt in bürokratischen Sinne, dann die Gesellschaft soll auch zusprechen können durch den Mund von Menschenrechten. Das ist auch ein Empowerment, was Herr Novak gesagt hat, das ist auch eine Art von Empowerment. Da soll das auch organisiert sein. Ja, danke vielmals. Und ich ersuche jetzt die Politikwissenschaftlerin Monika Mokrey um ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hier mitzudiskutieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Einladung an mich aus drei Gründen ausgesprochen worden. Das erste war der, dass man nicht nur ausgewiesene Experten und Expertinnen für Menschenrechte hier haben wollte. Das ist absolut gelungen, also bin ich eindeutig die richtige Wahl, weil ich das nicht bin. Zweitens, weil ich mich beschäftige in meiner wissenschaftlichen Arbeit mit Fragen der politischen Öffentlichkeit, des öffentlichen Raums und wie ja schon angesprochen wurde und später vertieft wird, ist eben gerade Öffentlichkeit einerseits ein wichtiges Menschenrecht und andererseits ein Forum, in dem Menschenrechte verhandelt werden können und sollen. Und drittens, weil ich seit einiger Zeit mittlerweile politisch aktiv bin im Rahmen der Wiener Refugee-Bewegung. Wenn ich diese Aspekte versuche zusammenzubringen, würde ich gerne als einen ersten Schritt einen kritischen Blick auf Menschenrechte werfen, der bis zum gewissen Grad auch nur zusammenfasst, was auch bisher schon gesagt wurde. Klar ist, dass Menschenrechte einen großen Vorteil haben gegenüber allen Rechten, die StaatsbürgerInnen oder auch EU-BürgerInnen zustehen, nämlich dass sie radikal universal gedacht werden. Dass sie also für jeden und jede gelten, also etwa auch in meinem engeren politischen Feld für Refugees und für Sans-Papiers. Zugleich ist dieser große Vorzug der Menschenrechte auch, denke ich, das wichtigste Problem dieses Konzepts, wenn Rechte abgelöst werden oder als nicht politische Rechte verstanden werden. Wir hatten das in verschiedenen Ausführungen, ich glaube ein bisschen positiver formuliert, dass ich das jetzt mache. Es gibt ja die Gefahr mindestens eines Top-Down-Ansatzes. Es ist fraglich und zu diskutieren, wie Menschenrechte als Empowerment verstanden werden können und genützt werden können. Es gibt auch ein Problem, das ich sehr, sehr selten öffentlich ansprechen würde. Ich glaube, in diesem Kreis ist das möglich. Menschenrechte sind natürlich, haben eine gewisse Kraft auch dadurch, dass sie eben wie in Stein gemeißelt scheinen. Auch wenn sie eine westliche Erfindung sind, was problematisch ist. Aber man kann sich darauf berufen. Das ist bis zu diesem Grad notwendig in vielen Situationen, wo man sich gegen Angriffe auf Menschenrechte verteidigen muss, bedeutet aber eben auch, dass die politische Weiterentwicklung dieser Rechte sehr schwierig ist. Und wenn man sie, die Menschenrechte, abgelöst von politischen Rechten versteht, bedeutet das insbesondere auch, dass gerade diese verletzlichsten Gruppen, von denen wir heute öfter schon gesprochen haben und von denen ich jetzt speziell in Bezug auf Refugees, MigrantInnen sans papier spreche, eben an dieser Debatte einer Weiterentwicklung eigentlich nicht beteiligt sind, ausgeschlossen sind. Also ich glaube, es gibt verschiedene Formen, Menschenrechte zu konzipieren, und das sollte uns klar sein, dass eine sehr liberale Form, das zu konzipieren,
auch dazu führen kann, dass das sehr top-down gedacht wird und wenig Möglichkeit zur Weiterentwicklung lässt. Abgesehen davon führt ein solches Verständnis von Menschenrechten als eine Top-Down-Geschichte natürlich auch dazu, dass sie relativ leicht zu verletzen sind in verschiedenen Fällen. Wir haben heute des Öfteren gehört, dass Menschenrechte auch Geld kosten. Das gilt natürlich auch für Opportunitätskosten. Also es mag sein, dass um den Menschenrechten gerecht zu werden, es nötig ist, gewisse ökonomische Vorteile nicht in Anspruch zu nehmen. Irgendein teures Konferenzzentrum in Wien in Frage zu stellen, wenn es gemeinsam mit einem Staat organisiert wird und finanziert wird, der Menschenrechts, zumindest problematisch in Bezug auf Menschenrechte. Und wir haben diese Probleme natürlich auch in dieser Stadt. Und das habe ich mehrfach erlebt in meiner politischen Tätigkeit. Diejenigen von Ihnen, die aus Wien kommen, werden sich erinnern an den Dezember 2012, als das Refugee Camp vor der Votivkirche mit ziemlich überzogener Polizeigewalt auch und sehr plötzlich geräumt wurde. Das ist alles Interpretationssache. Ich würde sagen, hier ging es um das Recht auf Versammlungsfreiheit, das im Namen der Wiener Kampierverordnung außer Kraft gesetzt wurde. Ein anderes Beispiel ist, dass es mittlerweile also schon wirklich in die Boulevardmedien gedrungen ist, dass Refugees große Probleme bekommen, wenn sie über die Situation in den verschiedenen Flüchtlingslagern berichten, etwa in Dreiskirchen, das kann man mittlerweile nachlesen in Heute. Wir wissen das lange, dass Leute, wenn sie das tun, wenn sie mit Journalisten, Journalistinnen sprechen oder auch das anders veröffentlichen, in Unterkünfte kommen, die auch als Straflager verstanden werden können. Das heißt, worum es hier eben, und ich denke, ich will damit nur verdeutlichen, dass es eben genau darum geht, dass Menschenrechte als politische Rechte zu denken sind, zu verstanden werden müssen, also als Rechte, die nicht top-down gewährleistet sind in erster Linie, sondern von Betroffenen mitverhandelt werden können. Es ist nach verschiedenen Demokratietheorien, unter anderem nach Lefort, das größte Verdienst der Demokratie, dass Menschen nicht in erster Linie TrägerInnen von Pflichten sind, sondern von Rechten. Und diese Rechte, diese Menschenrechte bestehen dann in erster Linie daran, in dem Recht, Rechte zu haben, in dem Recht, sich gegen Unterdrückung zu wehren, in dem Recht zu denken und die bestehende gesetzliche Ordnung, die inkludierte Menschenrechte in ihrer derzeitigen Form und Ausübung zu überschreiten und darüber eine Debatte darüber anzuzetteln, was legitim ist und was illegitim ist. Das allerdings führt zu einer Politisierung von Menschenrechten, das ist klar. Also das ist, und ich verstehe natürlich auch meinen Vorredner, dass das durchaus problematisch sein kann in einer konkreten politischen Situation. Was auch schon gesagt wurde mehrfach, ist, dass wir in einer Situation leben, in der mehr und mehr Menschen von der demokratischen Entscheidungsfindung ausgeschlossen sind. Manfred Nowak hat in seiner Studie erwähnt, dass trotz wachsender Bevölkerung 2013 weniger Menschen in Wien wahlberechtigt waren als davor. Hier haben wir offensichtlich ein Problem, wenn wir uns als Demokratie definieren und definieren wollen. Ich sehe, das ist ein grundlegendes Dilemma von Demokratie. Also es gibt diesen universalen Anspruch auf Gleichheit und Freiheit oder Gleichfreiheit in der Diktion von Balibar, der zugleich gekoppelt ist an eine Form der Solidarität, dass man sich irgendwie als Gemeinschaft fühlt und deswegen anderen diese gleiche Freiheit auch zugesteht. Das halte ich für ein grundlegendes Dilemma von Demokratie. Nicht allerdings, dass das gekoppelt wird an nationale Bürgerschaft oder jetzt an supranationale Bürgerschaft. Das ist etwas, woran man arbeiten kann, welche Art von Gemeinschaft hier stehen soll, und darüber wird es ja heute wohl auch noch gehen. Und wie auch Manfred Nowak schon gesagt hat, heute und er auch in seiner Studie beschrieben hat, haben Städte hier eine spezifische Rolle, können eine spezifische Rolle spielen, die dann auch historisch zugeschrieben wird, etwa schon im Mittelalter mit diesem Begriff Stadtluft macht frei, dass also Leibeigene, wenn sie ein Jahr oder so in der Stadt waren, nicht mehr zurückgefordert werden konnten von ihren Besitzern und Besitzerinnen, dass sie also genau ihre Menschenrechte zurückgewonnen haben in der Stadt. In der Gegenwart, auch das hat Manfred Nowak gesagt, ist eine Möglichkeit, dass Städte weiter fortschreiten in Bezug auf Inklusion, dass eben politische Rechte in Städten früher gegeben werden und anderen gegeben werden als auf nationalstaatlicher Ebene. Sie haben erwähnt, dass also in der Europäischen Charta wird davon gesprochen, dass alle volljährigen Bürger und Bürgerinnen, die 2 Jahre in einer Stadt leben, das kommunale Wahlrecht haben sollten. Hier gibt es offensichtlich in Wien noch deutlich Luft nach oben.
Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht Menschen ausgeschlossen sind, noch immer nicht. Was wir sagen, es sind 2 Jahre, das sind 3 Jahre, egal, sind noch immer Menschen ausgeschlossen, aber erstens sind es deutlich weniger und zweitens entkoppelt das politische Rechte bis zu einem gewissen Grad von nationaler Bürgerschaft, Bürgerinnenschaft und von, oder auch supranationaler, und das erscheint mir wichtig als Grundprinzip. Und was mir ebenso wichtig erscheint, ist eben das Recht auf politische Öffentlichkeit, auf Besetzung des politischen Raums, in jetzt einem symbolischen Sinn, aber auch im realen Sinn des gebauten öffentlichen Raums in einer Stadt. Ich glaube, dass wir hier auch mit etwas anderem zu tun haben. Also bei politischen Entscheidungen, wie beschrieben, denke ich, dass wir diese Begrenzungen brauchen, die veränderbar sind, aber doch Begrenzungen sind. In Bezug auf die politische Öffentlichkeit würde ich das ablehnen. Ich glaube, in der politischen Öffentlichkeit hat jeder und jede das Recht, sich zu äußern, und es kann auch jedes Thema besprochen werden. Besprochen. Also nicht, also wir können über Gewalt sprechen, sondern Gewalt ausüben. Aber ich glaube, dass gerade eben, wie schon erwähnt, die Frage, wo die bestehende Ordnung vielleicht zwar legal, aber illegitim ist, wo Gesetze dem widersprechen, was wir uns etwa aufgrund der Menschenrechte vorstellen, wo wir Menschenrechte weiterentwickeln wollen, da ist die Öffentlichkeit der richtige Raum, damit umzugehen. Möchte kurz erwähnen, ohne das weiter zu diskutieren, dass gerade auch heute, eben am Tag der Menschenrechte, dieses Recht in Anspruch genommen wird mit einer Demonstration heute Abend, wo es wesentlich um einen Prozess geht wegen Schlepperei gegen einige meiner Freunde aus der Refugee-Bewegung. Ich kann in dieses Thema jetzt nicht hineingehen, aber der Punkt, den ich machen will, ist, werden 2 Dinge angegriffen, nämlich erstens, ob dieser Paragraph überhaupt unserem Demokratieverständnis und unserem Menschenrechtsverständnis entspricht und zweitens, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Es wird ganz klar sowohl die Rechtsordnung als auch ihre Implementierung angegriffen, und das halte ich für einen ganz wertvollen Beitrag der politischen Öffentlichkeit. Und ich glaube auch, dass gerade für Leute, die keine Papiere haben oder geringe politische Rechte haben, dieser Zugang zur Öffentlichkeit auch Grundbedingung dafür ist, dass man dann weitere Menschenrechte eben einfordern kann. Zugang zur Gesundheit, Zugang zum Sozialwesen, weil man eben darüber sprechen kann. Und ich glaube eben, und ich bin mir nicht sicher, bin gespannt auf die Diskussion, dass ich da vielleicht meinem Vorredner widerspreche. Ich glaube, wenn wir Menschenrechte in dieser Form implementieren wollen, brauchen wir auch Mut zum Konflikt. Wir brauchen Mut zum Konflikt, zur Verteidigung von Werten, zur Ablehnung von Zensur im Namen von Sicherheit oder was immer das ist, dass wir Meinungen in der Öffentlichkeit zulassen, die unserem Verständnis von Menschenrechten und Demokratie widersprechen. Das hat mit meinem Demokratieverständnis zu tun, das sich auch darauf also so fokussieren lässt, dass ich glaube, dass Demokratie eine spezifische Art ist, mit Konflikten umzugehen und nicht etwa Konsens zu erzeugen. Und in diesem Sinne hoffe ich auf eine konfliktreiche Tagung. Danke. Ja, ich möchte jetzt direkt ins Publikum übergehen und fragen, ob es jetzt Fragen oder Statements zu dem, was wir da jetzt gehört haben, gibt. Also hier ist einmal genau der Herr, der da aufgezeigt hat, genau, der Reihe hat noch einer. Genau hier. Wenn Sie ja Ihren Namen sagen und woher Sie kommen. Herr Sebalter Lichem, ich komme aus Hietzing. Ich meine, in Wirklichkeit komme ich aus vielen Ecken der Welt. Erster Kommentar: Sind die Menschenrechte wirklich ein Produkt des Westens? Nein! Die Verfassung von Kurukan Fukan aus dem Jahr 1334 enthielt bereits einen Menschenrechtskodex. Dem darf ich nur hinzufügen, dass das islamische Wasserrecht aus dem 8. Jahrhundert bereits ein Menschenrecht auf Wasser enthielt. Jeder Mensch, der in eine Oase hineinritt mit seinem Kamel, hatte ein Menschenrecht auf Wasser und das übrigens auch ein Tierrecht auf Wasser. Und das Dritte ist, wir brauchen eine neue Terminologie. Diversität ist von gestern. Nämlich dann, als wir Anderheit als Teilung der Gesellschaft verstehen wollten. Heute müssen wir von Vielfalt reden, wo die Anderheit zum Vorteil wird, zur Quelle der Bereicherung. Und in diesem Sinne brauchen wir dann mein letzter kurzer Punkt. Wir müssen die sozietale Dimension der Menschenrechte verstehen.
Menschenrechte gestalten nicht nur das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, sondern wie viele andere Agenda-Bereiche des öffentlichen Raumes auch das Verhältnis zwischen den Bürgern. Bürger verletzen die Rechte ihrer Mitbürger. Und in diesem Sinne brauchen wir eine Befähigung der Gesellschaft für die Menschenrechte des anderen. In dem Sinn, in dem das ja auch in wunderbarer Weise angesprochen wurde, als eine gesellschaftliche Kultur, als Werte und Verhaltensmuster einer Menschenrechtsstadt gehört eben dann auch die Gestaltung der Beziehung zur Anderheit. Danke. Danke vielmals. Ein paar Reihen weiter vorne, genau die Dame hier. Wilma Buchinger, Frauengesundheitsbeauftragte der Stadt Wien. Ich habe vielleicht eine triviale Frage, aber mir ist sie sehr wichtig. Ich möchte ein bisschen auf den Boden der ganz konkreten Verletzungen zurückkommen. Und da ist natürlich aufgelegt sozusagen, da haben wir klare Indikatoren, wie gehen wir in einer Stadtpolitik mit dem Thema Gewalt gegen Frauen um, mit dem Thema Gewalt in der Familie um, mit Sexismus um, oder eben auch, was bestimmte Frauen mit bestimmter Herkunft anbelangt, mit Verstümmelungen. Da interessiert mich, wie Utrecht damit umgeht, ganz konkret. Und ich denke, bei Ihrer Frage, wie können wir die Bevölkerung hier mitnehmen, denke ich, es gibt ganz klare Settings. Wir müssen in den Kindergärten, wir müssen in den Schulen, wir müssen in diese Communities gehen. Und ich denke, leider, nachdem ich ein gewisses Alter habe und schon sehr lange mich mit dem Thema beschäftige, beobachte ich zum Teil eine Zunahme an Gewalt, auch gegen Mädchen und gegen Frauen, auch sexuelle Gewalt. Und ich denke, da ist noch lange nicht alles getan. Und insofern finde ich, passt das sehr gut zu diesem allgemeinen Begriff von Menschenrechten eben auch, weil es da auch um Gesundheit geht, Verletzung der Gesundheit, Integrität, Autonomie, Selbstbestimmtheit von Frauen. Danke. Gibt es vielleicht noch gleich anschließend andere Fragen noch? Dann tun wir ein bisschen sammeln. Ja, bitte hier. Ja, das Haus der Menschenrechte, das ist eine gute Forderung. Nur habe ich auch ein bisschen Angst dabei. Ah ja, ich stelle mich vor, Christina Oppermann-Dimov. Ich habe mich nur privat engagiert einmal für Asylanten und will jetzt wissen, wie es in Wien weitergeht. Aber ist nicht die Gefahr bei einem Haus der Menschenrechte, dass das so ein Ghetto der Menschenrechte wird, wo dann vielleicht der Bürgermeister sagt, na kommen Sie nicht zu mir, gehen Sie ins Haus der Menschenrechte, da sind Sie richtig. Also das kann doch nur passieren, indem alle, auf gleicher Linie sind und dass das von allen mitgetragen wird. Und dann das Wort Respekt fällt mir auf. Also ich würde das Wort Menschenrechte koppeln mit dem Wort Menschenpflichten. Und ich glaube, das wertet auch die auf, die dann Menschenrechte in Anspruch nehmen oder sich auf die berufen. Wenn sie wissen, dass sie auch Pflichten haben und das zu lernen, fängt an eben genau in den Kindergärten und in den Schulen. Ja, sonst fällt mir im Moment nichts ein, danke. An wen richtet sich Ihre Frage? Also wen wollen Sie damit ansprechen? Vor allem? Von wegen Haus der Menschenrechte Stadt Wien. Was kann getan werden? Ein bisschen hat das der Herr Sackers ja schon angesprochen, was notwendig ist, dass das alle mittragen, dass das kein Ghetto der Menschenrechte wird, wo man dann immer hingeht, wenn was Menschenrechtsmäßiges anfängt. Und das andere war nur ein allgemeines Statement. Danke. Zu den Konzepten Haus der Menschenrechte kann vielleicht der Herr Professor Nowak etwas sagen einmal. Bitte. Es gibt ja auch in anderen Städten, die sich zu Menschenrechtsstätten erklärt haben, so ein zentraler Ort, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann, wo man Informationen bekommen kann, wo man Veranstaltungen durchführen kann. Ich kenne kein Beispiel, wo das zu einem Ghetto geworden ist und zu einer Ausrede für den Bürgermeister zu sagen, also ich habe damit nichts mehr zu tun, da gibt es eh das Haus der Menschenrechte. Natürlich sollen dort auch
Antidiskriminierungsbeauftragte und sonstige schon bestehende menschenrechtliche Einrichtungen möglicherweise Synergieeffekte, sodass man dort auch auf menschenrechtliche Fragen eine Antwort bekommen kann. Wenn ich nur ganz kurz sagen darf, Menschenrechte, Menschenpflichten, da muss man sehr, sehr aufpassen. Natürlich heißt Menschenrechte auch immer, wenn ich ein Recht habe, hat wer andere eine Pflicht und ich kann, das ist Empowerment, wenn diese andere Person seine Pflichten oder ihre Pflichten nicht einhält, das dann auch durchsetzen. Wir haben auch eine Verantwortung, wenn wir Menschenrechte ausüben. Meinungsfreiheit zum Beispiel, Medienfreiheit haben wir auch eine Verantwortung. Aber so diese immer Gleichstellung von Menschenrechten und Menschenpflichten, da haben wir uns ja Gott sei Dank, früher wurden wir alle durch Pflichten determiniert. Die Kinder müssen was tun, die haben keine Rechte. Wir sind froh, dass wir von den Pflichten jetzt zum Menschenrechtsdiskurs gekommen sind, dass alle Kinder auch Rechte haben und nicht eben nur Pflichten. Danke vielmals. Vielleicht zur genau, eben die Beantwortung der Frage jetzt bezüglich von der Frau Wimmer-Buchinger. Ja, vielleicht zusätzlich zwei Beispiele, eine über Kultur und Nichtwestlichkeit und eine über Frauen. Das erste, das ist, was wir eigentlich ständig suchen, was für Beziehungen gibt es schon in der Stadt, die Brücke nach andere Orten und andere Kulturen gestalten kann. Wir haben ein interessantes Beispiel, 2. Oktober, das ist der internationale Tag von Gandhi. Und es gibt überall in der Welt Gandhi Walks, in jedem Fall, es gibt hier und da auch Skulpturen von Gandhi, zum Beispiel in London gibt es eine, in Amsterdam gibt es eine. Aber jetzt kommt auch bei uns, gibt es eine surinamische Community, und wir sind eine postkoloniale Gesellschaft mit vielen Leuten aus Indien, die von den Holländern nach Suriname gebracht wurden zum Arbeiten. Die sind jetzt in Holland, aber sie sind dritte, vierte Generation Inder. Und die haben jetzt so eine ganz interessante und aktive Bewegung, dass sie sich einsetzen für ein Gandhi-Bild. Wir haben schon eine Gandhi-Straße, einen Gandhi-Platz, und die indische Minister für Kultur ist jetzt interessiert, dass sie das unterstützen wollen. Und nein, das gibt so eine Dynamik, dass das Initiativ auch präsentiert wird in unsere, heute haben wir auch ein großes Symposium und ein Fest und etc. So, dass gezeigt wird, dass es auch Symbole sind von Human Dignity, von Human Rights, die auch irgendwo anders entstanden sind, die andere Traditionen haben, und dass unsere Stadt auch eine Plattform ist, wo das einen Platz hat, und dass wir nicht nur die juridische Charta und die Verträge nehmen, aber dass wir versuchen auch die Symbolwirkung von Kultur zu benutzen. Über die Frauenpolitik, die in der alle Gewalt zu Hause und so, bin ich in Detail kenne ich mich nicht in andere Facetten aus, aber interessant ist, was die letzten Jahre ist passiert, dass unser Bürgermeister, war natürlich auch zuständig für wie es läuft mit Prostitution. Und wir haben in Holland eine sehr liberale Politik über Prostitution, und wir hatten in Utrecht zum Beispiel in einem Fluss 200 Schiffe, wo Frauen gearbeitet haben. Und in Holland habe ich immer gedacht, ja, das ist doch ein freies Beruf, da wird auch Steuer bezahlt, man kann sich bewerben, und das ist einfach ein gut reguliertes Beruf. Und das hat sich gezeigt, auch im Kontext von Menschenrechte-Diskussionen, dass es naive Auffassung war. Und dass, wenn wir da besser recherchiert haben, dass es nicht, inzwischen, das ist eine riesige Aktion gewesen, um all diese Schiffe zu schließen und sagen von, weil wir natürlich entdeckt haben, dass es ganz viele Trafficking, Frauenhandel und Gewalt und Erpressung etc. stattgefunden hat. Und da ist eigentlich im Rahmen von Menschenrechten eine neue Diskussion angefangen über die Position von diesen Frauen, wie sie arbeiten mussten. Und da haben wir eigentlich eine Kombination gemacht mit der alten Politik. Wir sagen, es ist ein freies Beruf, man darf es machen, aber die Leute, die diese Schiffe vermieten an diese Frauen, die müssen garantieren, dass sie auf keine Weise da Erpressung oder Trafficking oder was anderes machen. Die Schiffe sind noch immer leer, und das ist anscheinend kein normales
humanes Verhalten, das da stattfindet. Wodurch ist es dieser, also wie ist es dazu gekommen, dass man zu diesem neuen Schluss jetzt für Utrecht gekommen ist? Durch was? Durch die Einbeziehung von NGOs in die Diskussion? Weil Sie haben gesagt, das ist durch diesen Menschenrechtsprozess passiert. Ja, das war eigentlich zufällig, weil unser Bürgermeister war der, auch der Initiator von das Menschenrechts. Diskurs, das Konzept, um das voranzubringen, zu sagen, dass sie das wichtig findet. Und gleichzeitig wurde angesprochen, so, das gab in das politische Diskurs eine direkte Beziehung, wo Leute ihm gesagt haben, ja, was ist das dann, wie kann man das miteinander vereinbaren? So eigentlich nur das Existieren von Menschenrechtsdiskurs, das hat es einfach mitgetragen, dass da klare Maßnahmen die gar nicht so einfach waren zu nehmen. Danke vielmals. Gibt es weitere Fragen? Bitte hier. Mein Name ist Elisabeth Sterzing. Ich arbeite in einem Integrationsprojekt der Caritas. Wir entwickeln Angebote zur Gesundheitsförderung für Migrantinnen. Und unsere Erfahrung ist, dass eben Integration sehr viel mit Sprache, mit Verständigung zu tun hat und dass es an Community-Dolmetschern fehlt, sowohl im medizinischen als auch im pädagogischen Bereich. Es gibt keine Ausbildung, die erschwinglich wäre, auch eine kürzere Ausbildung. Und das wäre mein großer Wunsch, dass da irgendetwas auch durch diese Idee der Menschenrechtsstaat in Bewegung kommt, dass man eine praktische Ausbildung, zu der dann auch Migrantinnen Zugang haben, entwickeln könnte und dass es eben diese Sprachproblematik damit ein Stück weit einer Lösung näher gebracht wird. Danke. Danke vielmals. Ich meine, diese Frage bringt mich zu einem prinzipiellen Problem, das auch rund um den Vortrag von der Monika Mokre mir also schon als Frage sich stellt. Also viele Dinge, um die es ja geht, werden ja entschieden auf Bundesebene. Ja? Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Dolmetscher ausgebildet werden, aber auch zum Beispiel das Wahlrecht und auch, ich glaube, das Konferenzzentrum, das du angesprochen hast, ist ja etwas, was eigentlich auf Bundesebene entschieden wurde. Wie schätzt du dann einen Menschenrechtsprozess in einer Stadt ein und die Rolle von Menschenrechten in der Stadt, weil es ja schwer ist, bis unmöglich ist, da etwas dann zu verändern, ursächlich? Naja, das ist sicher richtig und das Problem haben wir in vielen Politikbereichen. Aber glaube ich auch, Manfred Nowak vorher gesagt hat, Wien hat natürlich eine gewisse Verhandlungsmacht, auch im Bund, das ist klar. Ne? Und es gibt ja auch, also dass Wien sich entschlossen hat, also obwohl Wien die einzige Stadt ist, die diese Quote übererfüllt in Bezug auf Asylwerber, Werberinnen, noch Leute hier aufzunehmen. Das ist auch, wo man halt sieht, also wie man also mit einer freiwilligen Aktivität auch etwas tun kann, was menschenrechtsrelevant ist. Und Ähnliches denke ich mir, also ich meine, solche Ausbildungen zu Dolmetschern, die eben vielleicht also auch sozusagen jetzt verkürzt sind oder sowas, ich meine, das kann man sich ja durchaus vorstellen, dass die Stadt das anbietet, das muss ja nicht vom Bund kommen. Also ich denke mal, da geht es eben viel auch um Initiativen, die jetzt weniger auf der Ebene der Hoheitsgewalt liegen, sondern eher eben, wo man eben als im Sinne der Privatverwaltung oder als öffentlicher Finanzier oder so eingreift. Danke. Weitere Fragen? Hier ist ein Herr. Volker Frei vom Klagsverband. Es ist eher eine Anmerkung als eine Frage, weil Sie gesagt haben, was kann eine Stadt machen, weil ja ganz viele Menschenrechtsthemen in der Gesetzgebung bundeskompetent sind. Es war jahrzehntelang in Österreich Tradition, dass sich Städte abgewischt haben, dass sie gesagt haben, da ist der Bund oder der Gesetzgeber zuständig. Städte können sehr viel in Menschenrechtsthemen machen. Nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel wie Barrierefreiheit, wo wir einen sehr, sehr schlechten Rahmen auf Bundes- und auf allen Landesebenen haben, die zusammenspielen, wo auch das Zusammenspiel nicht funktioniert. Und da ist es schon ganz entscheidend, dass eine Stadt sagt, es ist uns ein Anliegen, dass wir inklusiv sind, dass wir Partizipation von allen Menschen, die hier leben, ermöglichen. Und das ist etwas, was ich in vielen Bereichen ohne Gesetze kann und wo ja die Menschenrechte auch Grundprinzipien bieten, an denen ich mich in jeder
in jedem Politikbereich und auch beim normalen Verwaltungshandeln orientieren kann. Und um ein bisschen auf den Nachmittag vorzugreifen, wo auch Unternehmen im Umfeld von Gemeinden, egal ob sie jetzt profit- oder nicht profitorientiert sind, sich daran orientieren können. Nehmen wir nur das Thema Diversity Management, das in den letzten Jahren so ein Thema geworden ist. Das kann ich rein betriebswirtschaftlich sehen und ich kann das menschenrechtlich basieren. Und da bin ich sehr unabhängig von Gesetzen und kann einerseits über bestehende Gesetze hinausgehen und andererseits Lücken, die im Rechtsbestand vielfach existieren, damit schließen. Danke. Danke auch. Weitere Fragen, Bemerkungen? Da hinten. Unser Plan ist, dass wir um 11 Uhr das erste Panel abschließen. Also ich möchte jetzt noch einmal Fragen sammeln, sie beantworten lassen und dann dieses erste Panel beenden. Andreas Reinalter, Sozialministerium. Eine kurze Anmerkung auch zum Thema Rechtslage auf Bundesebene. Mir ist heute in der ganzen Diskussion ein bisschen abgegangen, wenn wir von den benachteiligten Personengruppen sprechen, dann sollten wir den Fokus natürlich in einer, ich kann es nachvollziehen, in gewisser Form auf das Thema Migrantinnen werfen. Aber wir haben es natürlich mit verschiedenen Personengruppen zu tun und da fallen die Menschen mit Behinderungen natürlich auch darunter. Und wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht, dann haben wir auf Bundesebene keineswegs, wie Volker Frey dargestellt, eine schlechte Rechtslage, sondern im Gegenteil, wir haben durch das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz ein Gesetz, das auf Bundesebene garantiert, dass sich behinderte Menschen gegen Benachteiligungen wehren können, die unter anderem auch eine Barrierefreiheit sein können. Und hier hat der Bund im Gegenteil den Ländern sogar eine Vorgabe gemacht, die es gilt zu erfüllen bzw. diesbezüglich gesetzlich auch nachzuziehen. Danke. Ja, hier ganz in der ersten Reihe, seine Wortmeldung hatten Sie, Sie bekommen ein Mikro. Ja, mein Name ist Andreas Walsch, Monitoringstelle für Menschen mit Behinderungen in Wien. Ich hätte eine Frage, die einerseits Herrn Grigolo vielleicht betrifft und andererseits vielleicht Herrn Sackers. Und zwar kam auf das Thema Werbung für Menschenrechte in der Stadt. Und ich wollte fragen, ob diese Werbung auch so verstanden werden kann, dass man den überwiegenden Teil der Bevölkerung, der zumeist mit Randgruppen wenig Kontakt und Erfahrung hat, auch darüber aufklärt, auf welchen Stand sich verschiedene Randgruppen der Gesellschaft bewegen, wovon sie ausgeschlossen sind, wo sie eingeschlossen sind, wo sie partizipieren können, wo sie nicht partizipieren können. Das wäre meine Frage. Danke. Gibt es noch Fragen? Okay. Mein Name ist Tanja Tischka. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin und Mediatorin und habe auch in der Flüchtlingsbetreuung schon gearbeitet und meine Frage richtet an den Herrn Sackers und die Frau Mokre. Und zwar hat es einen Gegensatz in den Behauptungen gegeben oder in den Statements gegeben, einerseits nicht zu polarisieren und andererseits doch Konflikt zu suchen. Das hätte ich gerne ein bisschen ausgeführt. Ja, danke. Gut, vielleicht gleich die Antwort auf diese Frage. Warum sind Sie sich da uneinig? Also was ist der Unterschied? Ich glaube, wir sind uns ein bisschen uneinig. Ich finde das super. Ich denke, aber ich interpretiere sie vielleicht falsch. Ich denke, wenn ich in der Stadtverwaltung für Menschenrechte zuständig wäre, würde ich da vielleicht auch eine andere Position einnehmen, wenn es genau darum geht, eine breite Basis dafür zu bekommen, welche Aktivitäten geplant sind.
Ich habe die bequeme Position der Theoretikerin. Und aus dieser bequemen Position, und dann habe ich die unbequeme Position der politischen Aktivistin. Und aus beiden Positionen heraus denke ich, dass es eben wichtig ist, das auch immer wieder in Frage zu stellen, was schon erreicht ist oder was auf der bestehenden Grundlage erreicht werden kann. Und eine Öffentlichkeit zu ermöglichen. Und ja, bin mir nicht ganz sicher, ob sich das irgendwie vereinen lässt. In Wirklichkeit glaube ich tatsächlich, dass politische Öffentlichkeit dann sinnvoll und wichtig ist für Demokratie, wenn dort kritisiert wird, was staatliches und auch städtisches Handeln ist und wenn dort Konflikte ausgetragen werden. Herr Sackers? Ja, über polarisieren und oder nicht. Das holländische System ist ein bisschen anders als das österreichische auf der Lokalebene. Wir haben immer gerade, wenn man eine Koalition für die Stadtregierung braucht, dann brauchen mindestens 3 Parteien. Und im Stadtrat gibt es 10. Und das bedeutet, dass die Mehrheiten immer zusammengebastelt werden und dass es eigentlich keine große Tradition mehr gibt von den großen Parteien, wie in der Nachkriegszeit, dass die Sozialdemokraten fast die Mehrheit hatten oder die ganze Mehrheit, und diese Situation ist völlig vorbei. Das bedeutet, dass meine Einschätzung, ich bin zuständig, um das Konzept Menschenrechte dauerhaft zu entwickeln. Dass meine Einschätzung ist, dass ich sehr vorsichtig sein muss, um das an eine Unterbürgermeister zu verbinden, weil die können morgen wieder weg sein und dann ist es ein persönliches Ding, da wird abgerechnet. Das kann ich mir nicht leisten, wenn ich erfolgreich sein will. Und meine Idee ist, dass es doch die nächsten Jahrzehnte sich weiterentwickelt als kulturelles Phänomen. Und dass es die Idee hinter Menschenrechten ganz langsam sich weiterentwickelt, also in ganz vielen Bereichen, und dass es getragen wird von der Stadt. Das bedeutet, wenn ich zu früh mit initiiere, dass da Konflikte via diesem Menschenrechtskonzept auf die Bühne gestellt werden, dann kann es auch, wenn es dann die Mehrheit dagegen ein konkretes Beispiel, dann ist das Konzept auch weg. Und dann können wir aufhören. Und das, in Holland ist nur eine Stadt, die tatsächlich arbeitet mit Konzepten, das ist Utrecht. Es ist einfach völlig unbekanntes Idee, es ist völlig unakzeptiert. Und es ist eine totale Ausnahme, dass wir damit arbeiten können. So, ich bin sehr vorsichtig. Meine Idee ist, dass die Strategie ist, wie es zu managen, ist nicht politisieren in diesem Moment. Aber zum Beispiel heute, es ist ja auch jedes Mal für jede Stadt wieder herausfinden, wie man es einen Schritt weiterbringen kann. Zum Beispiel heute gibt es für die erste Mal ein Glossy, die überall hingelegt wird in die Stadt, die frei mitzunehmen ist. Das ist mit schönen Bildern und so, aber das ist für die erste Mal, dass wir auf die Vorseite gefragt haben, vielleicht können Sie auch mal diese Geschichte über Menschenrechte erzählen. Ich habe 10 Seiten, full color, über alle. Naja, das ist so very tricky. Wir müssen mal schauen, wie das, ob das gut fällt, ob das beiträgt in das Erzählen von dieser Story. Aber ja, und eine für allen, das als Plakat, als Werbung, ja, ich kann das schwer einschätzen, das ist auch für die Sensitivität in Wien, wie das durch die Leute, die vielleicht erfahren, dass sie nicht eingeschlossen sind, ob sie das Wort alle, ob sie sich denken, aber hier, das fühlt sich an, dass das gut ist für mich, weil hier bin ich anerkannt, oder es hat eine Offenheit, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, um mich zu sagen, hallo, wir sind auch da. Naja, das ist doch etwas, was ihr untereinander besser anfühlen kann. Könntest. Frau Assadi, vielleicht, dass Sie ein Mikrofon bitte bekommen kann. Vielen Dank. Das ist so keine Frage, sondern nur eine ganz kleine Erklärung, weil wir haben jetzt sehr oft über ein Top-Down-System hier gehört. Unser Prozess hat sich als ein partizipatives Prozess auch begonnen. Das heißt, im ersten halben Jahr, vielleicht für die Leute, die halt nicht wirklich kennen, wir haben im ersten alten, so wirklich halben Jahr, wir haben sehr viel mit so Bürgerinitiativen, mit NGOs gesprochen, wir haben mit Vereinen, die in diesem Bereich arbeiten, zusammengearbeitet und wir haben auch ein konkretes Thema gehabt. Und dieses Thema war eben Antidiskriminierung. Und wenn ich den Volker Frei hier sehe,
erinnere mich an unsere Veranstaltung, gemeinsame Veranstaltung im Rathaus. Da waren über 100 oder 120 Repräsentanten von Vereinen, die in Wien halt wirklich im Antidiskriminierungsbereich aktiv sind. Und wir haben auch so wirklich mit Roma-Vereinen auch so zusammengearbeitet. Und wenn man so denkt, dass allein am Anfang des Prozesses, wie so eine partizipative Prozess begonnen haben, ehrlich gesagt, ich kann es nicht akzeptieren, dass wir überhaupt so den Prozess in Wien als einen Top-Down-Prozess sehen. Und ich denke, dass nächstes Jahr, wenn wirklich, wenn wir in Umsetzung gehen, dann wird ganz anderes auch werden, das noch mehr. Und das ist so halt, ja, ich nehme diese Kritik gar nicht an. Und eine zweite Frage, das mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern im Spital. Ja, wir haben auch im Spital ja, Dolmetscherinnen, die wirklich ausgebildet sind und auch arbeiten und mehrere Sprachen. Und das ist so halt, KAV ist auch international jetzt ein gutes Beispiel geworden. Das müsste man nur wirklich sich anschauen und auch die Beispiele, die in Wien gibt, es auch ein bisschen ins Herzen fühlen. Ja, danke vielmals. Gibt es dazu am Podium noch eine Reaktion? Okay, und Herr Schegula beantwortet die Fragen, genau. Yeah, I will pick up the question of the advertising, which is more related to me and which maybe also gives me the possibility of going back to the narrative question that I tried to answer before. I don't think that marketing is the only kind of narrative that you can build about human rights. And when that's a narrative that very much addresses people outside of the city in general. To attract them into a liberal, gay, creative city. That's part of the discourse into which human rights are incorporated. I think at the local level, you have to make a kind of campaign, a kind of action that looks much more on information. Demystifying, one kind of information is about telling the truth about certain things going on in the city, which are about human rights. That are normally reproduced and talked about in the public sphere in a completely, you know, politicized and false way. There is a project going on in some cities called Rumors, which is about telling, using sociological knowledge to counter argue against all kinds of assumptions about migrants stealing jobs, any kinds of situation that, you know, you can jump in and say, no, this is false. I think cities should really try to focus on things when they provide this information and when they build a local narrative for human rights, mm-hmm. saying Caritas has been doing work with migrants for a long time before human rights were here. There are things in this city that are about human rights and they are there. I mean, it's you have to deal with them. The city has no real control on migrants apart from law and order. But also law and order, it's a political agenda. I have the experience of many Italian cities that talk about law and order against migrants on the public level, and then they have Caritas doing the work on the grassroots level, on, you know, providing health services. So my suggestion for people who are trying to counter argue against this, you know, more racist statements is like you, for example, right wing racist political power that governs a city. You are saying this, but you know, within your administration, you're providing all these kinds of services for migrants. Challenge them. You know, like what are you talking about? You are supporting migrants? In fact, you are. But you're being a racist in the public sphere. I mean, the left, let's talk about something else here. I understand that human rights are carved in stone, but they're very much a social construction. Sorry for jumping in with my... So it's all about us, you know, trying to redefine them in a way, and that's my imagination quality, that really, you know, strategically go against people who are against human rights. They would like to destroy the stone. And as much as, you know, supporters of human rights always have to be subjected to discourses about, you know, this is, you know, from the right, from a very powerful law and order agenda, you know, through which many times the left is, you know,
forced to adapt itself, let's do the other way around. Challenge the law and order. And say, this is, you know, you're talking law and order, but you're doing something else. And that's find that kind of policy stratum, you know, some policy action, some core issues that local governments have to deal with because they have no choice but dealing with it. And I would just like close with a reflection on the different levels of government. Again, I think there is much overlapping between what cities can legally do for human rights and what can do for human rights without necessarily having the legal powers to do it. A good idea is about, for example, disability. Having a local office that takes the law, go to, an institution, an employer, whatever, and say, you have to comply with the law. Disability has the advantage of being somehow very visible as a kind of discrimination. You cannot hide the fact, for example, that you don't have a ramp in a building. I've seen New York filing lots of complaints and getting lots of people adapted to anti-discrimination legislation because simply they go there and say, you have 2 months to adapt to the law because you are in breach of it. Now, cities that are in the space, they see the things, they may have some people to send around to focus on these things. Use the law. And try to use that as a kind of pressure. It may sound naive, I don't know, but the best things I've seen in terms of a city working on human rights, in terms of relevance, is precisely this kind of, you know, creative associations, or not so creative sometimes, but simply, finding practical, pragmatic solutions for this, for local problems. That's the thing. Thank you. Danke vielmals. Ich denke mir, das ist auch ein gutes Statement, um jetzt in der Pause darüber nachzudenken, auch ein wenig zu diskutieren. Es geht weiter um 11.30 Uhr mit Panel 2. Danke sehr.